Genau. Zu meiner Rechten, von euch aus gesehen zur Linken, sitzt Michael Heinrich, wie der Steller auch schon sagen soll. Er arbeitet im Moment als Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, ist geschäftsführender Redakteur der Zeitschrift Prokla, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, und hat 2004 die durchaus kontrovers diskutierte Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie veröffentlicht, im Schmetterling Verlag bei Theorie.org. Zu meiner Linken sitzt Peter Decker, der schreibt bei der politischen Vierteljahreszeitschrift Gegenstandpunkt, ist auch für deren redaktionellen Inhalt verantwortlich und veröffentlichte 2002 gemeinsam mit Konrad Hecker das Buch Das Proletariat, das auch draußen erwerblich ist. Genau, und die beiden haben wir eingeladen zu einem Podium zum Klassenbegriff. Macht es überhaupt noch Sinn, von Klassen zu sprechen? Wenn ja, in welchen Formen? Was soll damit gesagt sein? Und was soll darüber gesagt sein? Zum Ablauf, wir werden jetzt beginnend mit Peter Eingangsstatements hören, circa 10 bis 15 Minuten von beiden jeweils, dann können Sie darauf Bezug nehmen. Und wir machen keine Unterbrechung oder sowas, bevor wir in die Publikumsdiskussion einsteigen. Das heißt, wenn die Statements gemacht sind und die beiden Referentinnen Gelegenheit hatten, aufeinander Bezug zu nehmen, seid ihr herzlich eingeladen und auch aufgefordert, Fragen oder Diskussionsbeiträge zu stellen. Dabei würden wir euch bitten, das ein wenig strukturiert zu machen. Also wir wollen zunächst, das werden die beiden auch in den Statements machen, erstmal über Klassen, über die Klassen, über den Klassenbegriff als solchen reden, dann über die Personen, Subjekte, den Begriff Charaktermaske etc. und am Ende dann darauf hinauskommt, was darin jetzt richtig war, was man gebrauchen kann für eine linke Kritik am Kapitalismus oder was eben zurückzuweisen ist. Also nur, dass es ein bisschen strukturiert abläuft und wir nicht ständig von einem Punkt auf den nächsten springen müssen. Ja, dann würde ich das Wort schon an Peter übergeben und los geht's. Okay, also zu den Klassen erstmal ganz generell, ja. Dass es in unserer Gesellschaft solche und solche Menschen gibt, weiß eigentlich jeder und dafür braucht man noch überhaupt keinen Marx. Für die einen ist immer alles da. Sie leben in den guten Stadtvierteln, in den großzügigen Wohnungen. Und wenn sie Urlaub machen, fahren sie in die besseren Gegenden und auf der Autobahn kutschieren sie ihre Panzer rum, während die anderen ihre Golfs oder Ford Fiestas rumfahren. Die einen haben in dieser Gesellschaft des Eigentums Existenzsicherheit, dadurch, dass Vermögen da ist. Die anderen werden die Existenzunsicherheit ihr Leben lang nicht los. Immer müssen sie bangen, ob morgen das Geldverdienen auch noch geht, das heute ging, wenn es denn geht. Und auch wenn sie 40 und 50 und 55 sind, können sie mit ihrem Arsch nicht irgendwo auf irgendeinem Posten sitzen bleiben und irgendeine Detailfunktion abwickeln, sondern werden bis zum Ende ihres Arbeitslebens verglichen mit Jüngeren, mit Billigeren, mit Arbeitnehmern in anderen Ländern und immer müssen sie beweisen, dass sie lohnender sind als die für den Arbeitgeber, sonst ist mit der Anstellung nichts. Dadurch rückt einerseits für alle Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft der Bereich des Gelderwerbs ins absolute Zentrum des Lebens. Aber wieder gibt es einen gewissen Unterschied. Für die einen, wo Geld da ist in der Familie, gibt es noch am ehesten den Bereich von Muße, der Entwicklung von freien Interessen, der Kultivierung der eigenen Person. Für die anderen ist der ewige Kampf um den Erwerb eine Geschichte, die bestimmt auch nicht nur ihren Tag, auch ihr Selbstbewusstsein. In einer Weise, dass für freie Interessen, für Kultivierung nicht viel übrig bleibt.
Und so wenig unsere Gesellschaft noch was von Klassengesellschaft wissen will, von Unterschichtfernsehen, redet jeder. Am Schluss leben die einen sogar noch länger und die anderen sterben früher. Also das alles ist eigentlich jedermann bekannt. Und wenn das jetzt ein bisschen pathetisch geklungen hat, dann war das auch Absicht. Man soll sich, oder ich möchte, dass wir, wenn wir jetzt über soziale Verhältnisse, über Kapitalkategorien reden, ein bisschen im Bewusstsein behalten, wovon wir da reden. Zweiter kleiner Punkt zu dem Thema. Die Unterscheidung der einen und der anderen fällt der bürgerlichen Welt eigentlich nicht so furchtbar schwer. Nehmen wir den DGB. Der weiß schon, an wen er sich richtet. Und da erwischt er mit seinen Adressaten ganz grob irgendwie schon das, was man Arbeiterschaft nennt. Die Proletarier. Der Staat schafft völlig ohne Gedanken die Unterscheidung in der Form der Sozialversicherungspflichtgrenze. Da hat der Sozialstaat ein klares Sortierkriterium. Die einen, die in dieser Gesellschaft des Eigentums auf eigenen Füßen stehen, die braucht man nicht zur Vorsorge zwingen. Die machen es erstens selber und zweitens haben sie es nicht nötig. Und die anderen, die Sozialversicherungspflichtigen eben, das sind diejenigen, da weiß man, die verdienen so wenig, dass sie von sich aus nicht zuverlässig für die Phasen des Nichtverdienenkönnens, Krankheit, Alter, was noch, Pflege, Arbeitslosigkeit, dass sie nicht für die Phasen des Nichtverdienenkönnens vorsorgen können und es nicht tun würden, wenn es ihnen nicht aufgezwungen wäre. Also hat auch der Staat ohne Theorie ein ganz gutes Kriterium zu sortieren. Soll man also sich nicht selber, wie es die Soziologie gerne tut, dümmer stellen, als es die bürgerliche Welt praktisch tut? Es gibt eine Gliederung dieser Gesellschaft. Klassen heißt die Gliederung in unserer Gesellschaft heute nicht, jedenfalls nicht mehr, deswegen, weil mit dem Wort Klassen und Klassengesellschaft eine Kritik verbunden ist. Nämlich die Kritik, dass durch die Zugehörigkeit zu einer dieser Klassen über das Leben irgendwie sehr relevant vorentschieden ist. Dass man, ob man eben zu denen gehört, die die Produktionsmittel besitzen, oder zu denen, die sie nicht besitzen, dass dadurch die eigene Rolle in der Gesellschaft festgeschrieben ist. Und man sich jedenfalls durch Erwerbsanstrengung nur schlecht aus der befreien kann. Es gibt natürlich immer Fälle, die sich daraus befreien können. Klassengesellschaft heißt, die Gesellschaft ist bestimmt von einem sie durchziehenden, ihre Reproduktion bestimmenden Interessensgegensatz zweier sozialer Gruppen. Das ist quasi die Wortbedeutung. Und da muss man ernst nehmen, die Gesellschaft ist bestimmt davon. Das ist eine andere Behauptung als jeder Apotheker ist ein Kapitalist und jeder Scheinselbstständige ist ein Proletarier oder umgekehrt. Es geht da nicht drum, wer genau in welches Lager gehört und wie man die abgrenzt. Sondern es geht darum, dass wirklich alle ökonomischen Positionen in dieser Gesellschaft durch ihr Verhältnis zu dem Gegensatz bestimmt sind. Ja, ich weiß auch, dass es nicht nur den Niedriglohnsektor gibt, sondern auch die höheren Lohnsektoren und dass es lohnabhängig Beschäftigte gibt, die dann ziemlich viel Geld verdienen. Nur wodurch verdienen sie viel Geld? Die Ingenieure, die Personalchefs, die unteren und mittleren Chefs, dadurch, dass sie für den Gegensatz von Kapital und Arbeit was Spezielles leisten. Und da gibt es das Grundprinzip, wer den Kapitalstandpunkt gegenüber anderen praktisch vertritt,
verdient immer mehr als der, den er rumkommandiert. Soweit ist es selber noch Ausdruck und Wirkung der Rolle bezahlte Arbeitskraft, die halt jetzt in dem Fall die Frau ist. Das andere, dass auch in den persönlichen Beziehungen, du hast die Formulierung gewählt, repressive Strukturen oder Herrschaftsverhältnisse weiter transportiert werden und so weiter. Ich nehme jetzt die Formulierungen, vielleicht sind sie auch nicht hinreichend, aber egal. Mag sein und wird schon so sein. Wenn man sich als Gesellschaftskritiker aufstellt, muss man sagen, was ist an der Front eigentlich zu tun? Wenn der eine Ehepartner den anderen Ehepartner unterjocht, muss ich wirklich sagen, wenn es keine gesellschaftliche Notwendigkeit und keinen Zwang und keine Objektivität außer dem Willen des anderen gibt, dann muss man solche Arschlöcher halt meiden. Aber da soll man keine Politik draus machen. Das ist was anderes, ob ich im Privatverkehr Unarten, durchaus überkommene Unarten, Unarten, die vor 50 und 70 Jahren das gerechte Verhältnis von Mann und Frau gewesen sind. Wenn ich mit dem jetzt konfrontiert bin, dann kann ich immer bloß sagen, wenn die Frauen ökonomisch abhängig sind und sich's gefallen lassen müssen, weil sie ökonomisch abhängig sind, dann ist es ein Grund für politische, gesellschaftsverändernde Aktivität. Wenn sie aber blöd genug ist, bei dem Idioten zu bleiben, obwohl sie es gar nicht muss, dann kann man ihr durch Gesellschaftspolitik gar nicht helfen. Das soll jetzt wirklich heißen, man muss die Kirche ein bisschen beim Dorf lassen. Eine Revolution macht man nicht wegen persönlicher Unarten des einen und des anderen, selbst wenn sie massenhaft sind. Sondern die macht man gegen gesellschaftliche Zwangssituationen, wo das Individuum nicht raus kann als Individuum. Also den Unterschied, da kommt es mal drauf an. Und soweit die Unterdrückung der Frau immer noch Objektivität hat, und ich muss übrigens sagen, soweit ich das im Moment sehe, ist das weithin erledigt. Objektivität im Sinn von gesellschaftlich erzwungen. Soweit ist es ein Thema für gesellschaftliche Veränderung. Und soweit die Ekelhaftigkeiten, bloß noch die Ekelhaftigkeiten der Personen sind, die im Spiel sind, muss es auch zwischen den Personen geregelt werden. Das wollte ich zu dem Komplex noch sagen. Wenn es recht ist, gehen wir jetzt über zu dem Thema mit der unpersönlichen Herrschaft. Ja. Also, die Darlegung Klassengesellschaft ist eine Gesellschaft, in der gegensätzliche massenhafte Interessen aufeinander verwiesen sind und durch ihr antagonistische Kooperation überhaupt den Lebensprozess dieser Gesellschaft bestimmen. Das ist die Redeweise. Ja? Antagonistische Kooperation, ihr hört raus, das ist der Versuch, was kompliziert auszudrücken, nämlich die sind zugleich gegeneinander und sie arbeiten zugleich zusammen, sie brauchen einander. Der Unternehmer braucht den Arbeiter, damit er sein Kapital verwertet, damit aus seinem Eigentum überhaupt eine Erwerbsquelle wird. Der Arbeiter braucht den Kapitalisten, weil er sonst mit seiner Arbeit, nackt und mittellos, wie er dasteht, überhaupt nichts anstellen kann. So, und jetzt kommt es auf diese Schwierigkeiten mit der unpersönlichen Herrschaft raus. Ich will erstmal hochhalten und da meinetwegen vorerst auch mal dagegen setzen, nur damit man dann eine Folie hat, wo wir nähere, präzisere Unterscheidungen brauchen, als sie bisher gemacht worden sind. Ich will dagegen setzen, die Leute, die Unternehmer und die Arbeitnehmer, haben ihre Interessen, sie wissen diese Interessen, sie betätigen diese Interessen selbstbewusst. Was heißt da schon unpersönliche Herrschaft? Erstes Angebot, was heißt unpersönliche Herrschaft? Der Arbeiter ist kein Leibeigner des Kapitalisten, das wäre eine persönliche Herrschaft. Grundherr
dem Körner der Boden, nicht nur der Boden, dem gehört auch der Mensch, der auf dem Boden siedelt. Und er muss ihm gehorchen, und gehorchen heißt dann mehr als, er muss für ihn arbeiten, das heißt dann auch, der Grundherr ist dann auch der Richter über die Streitfragen der Leute. Er ist wirklich persönliche Herrschaft bis hin zu, was immer gesagt wird, jus prime noctis, auch über die Töchter der Hintersassen verfügt der Grundherr. So, das ist eine persönliche Herrschaft. Dagegen ist die bürgerliche Herrschaft, wenn man will, unpersönlich. Deswegen, weil die Kommandomacht des Kapitals nur ausgeübt wird vermittels eines freien Vertrags, in den die andere Seite auch durch freie Willensverfügung einstimmt. Kein Arbeiter wird gezwungen, arbeiten zu gehen. Jeder geht arbeiten aus eigenem Interesse, aus seinem Erwerbssinn, aus seinem Bedürfnis, aus seiner Not nach Geld. Und er begibt sich unter das Kommando des Kapitals durch einen Vertrag, in dem gegeneinander getauscht wird. Meine, ich stehe dir zur Verfügung und du darfst mich zur Arbeit bestimmen, wie du willst. Und ich kriege dafür einen vereinbarten Lohn. Das ist die erste Bedeutung von unpersönlicher Herrschaft. Die Herrschaft wird übers Geld ausgeübt und vermittels des freien Willens beider Beteiligten. Und nicht durch die Negation des Willens des Unterworfenen durch den Willen des Herrschers. Ist soweit klar. Das ist eine einfache Bedeutung von unpersönlicher Herrschaft. Die unterschreibe ich zu 100%. Eine ganz andere Bedeutung von unpersönlicher Herrschaft ist, und über die müssen wir näher reden, die Menschen treten auf als Personifikationen ökonomischer Kategorien und exekutieren nur, was die ökonomischen Kategorien oder Rollen ihnen diktieren. Was das bedeutet, ja, ich will gar nicht sagen, dass die Formulierung abzulehnen wäre, sondern es geht immer darum, fassen wir genau, was das bedeutet. Erstmal bedeutet es, der Unternehmer tritt dem Arbeitnehmer und umgekehrt nicht als Individuum gegenüber, mit einem individuellen Willen, so nach dem Muster, was ihm gerade so durch den Kopf schießt, sondern er tritt ihm gegenüber als Repräsentant, ja, da muss ich jetzt mal halt aus, ja, Repräsentant, nein, als subjektiver Träger des Kapitalzwecks, wenn wir an den Unternehmer denken. Ja, er hat den Zweck, Eigentum als Erwerbsquelle zu nutzen. Das, was er besitzt, setzt er ein, um andere die Arbeit machen zu lassen und aus den Früchten deren Arbeit sein Eigentum zu vergrößern. Und er lässt Arbeit überhaupt nur zu unter der Bedingung, dass diese Vergrößerung von seinem Eigentum auch rauskommt. Manchmal kommt sie nicht raus, dann ist das Unternehmen schiefgegangen. Aber eingeleitet wird es unter der Bedingung, dass das rauskommt. Das ist der Zweck des Unternehmers. Den weiß der auch. In der Hinsicht ist der Typ kein Handelmann von was anderem. Er ist kein Diener von was anderem, sondern er hat diesen Zweck. Und wenn der Unternehmer jetzt mit diesem Zweck in Sachzwänge läuft, und das tut er natürlich, dann läuft er in Sachzwänge, weil er diesen Zweck hat und verfolgt. Nur wer sich in die Konkurrenz begibt, steht unter den Sachzwängen, die sich daraus ergeben, dass man nicht allein ist mit seinem Ausbeutungswillen, sondern dass ein anderer Unternehmer seinerseits Arbeitskräfte anstellt, seinerseits den Markt okkupieren will, seinerseits um die Nachfrage streitet und dadurch natürlich dem ersten Unternehmer die Messlatte des Erfolgs setzt. Deswegen, ich mache jetzt mal Schluss und dann soll Michael was sagen und dann wollen wir miteinander darüber reden. Ich möchte, dass wir zwei Sachen unterscheiden. Die eine Geschichte ist die Zwänge des Kapitalistendaseins. Und die entstehen nur durch die Konkurrenz, der aber der Zweck vorausgesetzt ist.
Nur weil zwei Kapitalisten mit demselben Zweck in Konkurrenz treten, zwingen sie sich wechselseitig die Messlatte des Erfolgs auf. Der Kapitalzweck seinerseits jetzt ist natürlich nichts, was vom Himmel fällt. Vielleicht ist das der Gedanke, ja? Natürlich, wenn heute ein junger Mensch sagt, ich werde Kapitalist, merkt man schon, das kann sowieso nicht jeder sagen, eben Klassengesellschaft, es ist keine Berufswahl. Sondern Kapitalist wird man, weil man Eigentum erbt. Oder weil man mit einem ganz besonderen, mit einer ganz besonderen Geschäftsidee das Interesse der Banken auf sich zieht und Kapital zur Verfügung gestellt kriegt. Auf jeden Fall, den Zweck aus Geld mehr Geld machen, den hat der Mensch nicht erfunden im Sinn von, weil er gern gut isst. Von der Bedürfnisstruktur her, bis man zu GG-Strich, wie Marx sagt, ja, zu aus Geld mehr Geld machen kommt, das ist ein weiter Weg. Und aus der Menschenseele erwächst dieser Zweck nicht. Der wird, ist natürlich gesellschaftlich vorgegeben. Aber vorgegeben heißt da, okay, das ist eine Erwerbsquelle. Und wer natürlich das Glück hat, über Eigentum zu verfügen, wird den Zweck sich leicht und gerne aneignen, weil es für ihn ja ein Privileg ist. Also, dass die Zwecke, die sich die Subjekte setzen, die ökonomischen Zwecke, dass die von denen nicht selber erfunden sind, dass man die, denen also auch nicht als individuelle Bösartigkeit anlasten braucht, das ist schon richtig. Aber man darf davon keinen Abstrich machen, dass das dann doch ihre Zwecke sind. Und bei der Klasse, die den Vorteil hat, Eigentum als Erwerbsquelle nutzen zu können, da möchte ich von erzwungenen Interessen nicht so gern reden. Was ich schon eher tät, bei dem Lohnarbeiter, der durch seine Not gezwungen ist, seine Arbeit zum verkäuflichen Artikel zu machen und anzubieten. Da lasse ich das Wort erzwungenes Interesse viel eher gelten, als bei denen, die in dieser Gesellschaft ja wohl die Kings sind, mit ihrer Sorte Erwerbsquelle. Also gut, das war jetzt die Sortierung. Dass die Zwecke nicht vom Himmel fallen, sondern gesellschaftlich vorgegeben sind, stimmt, unterschreibe ich. Das machen die Leute aber zu ihren Interessen. Und da möchte ich die Nutznießer der Gesellschaft sind, nicht als geknechtet auffassen. Wenn ich an die Knechtung, an die Zwänge denke, an die Sachzwänge, die ergeben sich aber bloß wegen der Interessen. Aufgezwungen wird dem Kapitalisten nicht sein Zweck, sondern die Messlatte seines Erfolgs, was er dafür tun muss, dass er aufgeht, der Zweck. Das wird ihm aufgezwungen von der Konkurrenz, nicht der Zweck. Also den Unterschied wollte ich mal erläutern und wollen mal schauen, ob das was taugt und dann kann man sehen, wie es weitergeht. Also ich kann ja gerade an dem letzten Punkt anknüpfen, wo du sagtest jetzt, die Kapitalisten als die gezwungenen, Geknechteten aufzufassen, das möchtest du nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also wir müssen jetzt nicht irgendeinen Unterstützungsfonds für arme, geknechtete Kapitalisten gründen oder ähnliches. Aber was man im Auge behalten muss, ist, hast du ja auch gesagt, diese Zwecke fallen nicht vom Himmel. Die werden gesellschaftlich produziert. Und das ist nicht einfach nur der Zweck, dass da Eigentum verwertet wird, dass man aus Geld mehr Geld macht. Das hatten wir, wenn man so die Sache ein bisschen historisch ansieht, dann hat man das schon relativ früh. Lohnarbeiter, Gewinn, den man aus der Beschäftigung von Lohnarbeitern zieht, den kannte schon das antike Griechenland. Die ganzen schwarzfigurigen Vasen, die Museumsdepots verstopfen, das ist der erste Massenartikel gewesen, den die Welt wahrscheinlich kannte. Und der wurde unter kapitalistischen Bedingungen hergestellt. Also Lohnarbeiter produzieren diese schwarzfigurigen Vasen, die werden mit Gewinn verkauft. Aber der Unterschied zum modernen Kapitalismus ist, dass dieser Gewinn,
dem Konsum des Kapitalisten diente. Also der Gewinn war unmittelbar Revenue für den Kapitalisten, der das, was er für ein gutes Leben hielt, daraus gemacht hat. Wenn heute ein Kapitalist auf die Idee käme, sein Kapital in so einer Weise zu betrachten und versuchen wollte, es anzuwenden, dann geht das gar nicht. Weil, wenn ich einfach, angenommen, ich hätte jetzt per Erbschaft oder sonst wie, komme ich zu einem kapitalistischen Betrieb und betrachte den einfach als meine Einkommensquelle und ich kann den Gewinn, den dieser Betrieb mir liefert, den kann ich verkonsumieren, kann ein tolles Leben führen, dann bin ich als Kapitalist relativ schnell pleite und weg vom Fenster. Weil der gesellschaftliche Mechanismus, in dem dieser kapitalistische Betrieb heute ist, ein ganz anderer ist als in dem alten Griechenland, wo diese Lohnarbeitsbetriebe eine ökonomische Nische füllten, der zentrale Ausbeutungsmechanismus über Sklavenarbeit lief und so weiter und so fort. Und das ist der Punkt, den man, also auf den es mir ankommt, nicht, dass der arme Kapitalist ein geknechtetes Wesen ist, sondern deutlich zu machen, dass der Zweck, den er damit Bewusstsein verfolgt, das Letzte, also das am wenigsten Wichtige ist. Praktisch erfahrbar wird es dann eben für die Leute, die glauben, indem sie andere Zwecke verfolgen, könnten sie fleißig am kapitalistischen Markt mitspielen. Wir machen jetzt unsere tolle Genossenschaft auf, wo wir ganz anders miteinander umgehen, wo wir die Umwelt schonen, wo wir das oder jenes tun und brauchen, also sozusagen, wir schaffen uns unsere kleine Nische im Kapitalismus. Wir wollen etwas ganz anderes. Ja, da wird man halt ziemlich schnell erfahren, dass unabhängig davon, was ich will, diese Zwänge der Konkurrenz, also das, was mir die anderen da aufdrücken, dass sich das durchsetzen wird. Insofern kommt es nicht auf das Interesse an, ob das jetzt guter Wille ist oder böser Wille, ist für das Resultat letzten Endes ganz egal. Also ob der Kapitalist jetzt ganz begeistert bei der Ausbeutung ist und sich nachts noch überlegt, wie könnte ich da noch ein bisschen mehr dran drehen, oder ob er vielleicht als religiöser Mensch glaubt, er muss jedes Mal beichten gehen, wenn er ein paar Arbeitskräfte entlässt, darauf kommt es letzten Endes überhaupt nicht an. Und das, glaube ich, ist auch politisch insofern als Argument zu benutzen, weil sich, also zumindest so kommt mir das vor, in ziemlich weiten Kreisen so ein Bewusstsein breit macht, es könnte doch auch anders gehen. Also diese ganzen Debatten, die heute geführt werden über Wirtschaftsethik. Hat denn die Wirtschaft zu wenig Ethik? Muss da irgendwie umgesteuert werden? Es gibt inzwischen eine Fülle von Literatur. Komme ich nicht auf den Namen von einem Autor, der hier ganz andere Säle füllen kann als unseren, der vorgeschlagen hat, also Unternehmen sollten nicht bloß die normale Bilanz machen, sondern eine Gemeinwohlbilanz. Also was tun sie für die Umwelt, wie gehen sie mit den Beschäftigten um und so weiter. Da ist dann so ein ausgeklügeltes Punktesystem. Und das sollten dann Aktionäre berücksichtigen, also dass sie nicht einfach gucken, wo gibt es jetzt am meisten Rendite, wo gibt es am meisten Dividende, sondern welche Punkte werden in dieser Gemeinwohlbilanz erreicht. Das heißt also, es gibt eine ganze Reihe von sehr unzureichender Kritik, die darauf abzielt, liebe Leute, ihr müsst doch einsehen, diese Entwicklung geht in die Sackgasse, in eine soziale Sackgasse, in eine ökologische Sackgasse, jetzt lasst es uns doch irgendwie anders machen. Und da, glaube ich, muss man entgegenhalten. Es ist ganz egal, mit welchen Vorstellungen im Kopf die Leute ein Unternehmen führen. Es wird spätestens in der nächsten Krise der Punkt erreicht werden, wo sie die ganz klassischen kapitalistischen Methoden anwenden müssen, um ökonomisch zu überleben.
ganz egal, was Sie ansonsten für Gemeinwohlbilanzen oder Ähnliches im Kopf haben. Und deswegen müssen wir uns gegen den Kapitalismus wehren und nicht gegen irgendwelche Vorstellungen, die die Leute im Kopf haben. Also das wäre sozusagen mein Punkt, nicht um Himmels Willen jetzt Mitleid für arme, geknechtete Kapitalisten zu erzeugen. Kannst du noch mal bekommen? Ja. Vielleicht ist aber ich irgendwer was sagen. Sag doch noch mal was zu der Unterscheidung, die ich haben wollte. Nämlich, ich sehe schon die ökonomischen Ziele, die die Leute sich setzen. Rede fallen nicht vom Himmel, ja, sind gesellschaftlich vorgegeben. Überhaupt auch, dass man Geld erwerben will, ist ja nichts ganz Selbstverständliches. Dass man Arbeit verkauft, dass man Eigentum als Erwerbsmittel einsetzt. Alles das sind natürlich aus der Gesellschaft hervorgehende Zwecke und Interessen, sind dann aber die Interessen der Leute. Das, was sie müssen, ist nicht, der Zwang der Konkurrenz, der ergibt sich nur, weil solche Interessen konkurrierend zueinander um Erfolg ringen. Nicht also, die Interessen sind den Akteuren aufgezwungen, sondern die Mittel des Erfolgs, die Messlatten des Erfolgs war meine Rede, habe ich auch mal geschrieben, Messlatten des Erfolgs ist da wichtiger noch. Also der Unterschied ist mir wichtig. Du hast vorhin die Geschichte mit dem Schatzbildner und dem Kapitalisten erzählt. Und ich weiß nicht, ich kenne den Schatzbildner und den Kapitalisten bei Marx eine Spur anders. Nämlich erstmal auch das ein gesellschaftlich erzeugtes Interesse, Schatzbilden. Wo kommt es her? Dieses Interesse kommt daher, dass das Bedürfnis nach Geld seiner Natur nach grenzenlos ist. Jedes Bedürfnis hat sein Maß in sich. Es ist wirklich wichtig, auch wichtig für die Irrationalität unserer Gesellschaft, sich den Gedanken mal klar zu machen. Jedes Bedürfnis hat sein Maß in sich. Der eine will mehr Bier, der andere will weniger Bier. Endlos viel will keiner. Der eine will mehr als einen Fernseher in der Wohnung haben. Endlos viel Fernseher will keiner in der Wohnung stehen haben. Bei Geld ist es anders. Bei Geld ist mehr immer mehr, weil es die Möglichkeit aller Bedürfnisse ist, also der Zugang zu ihnen bei der Ungewissheit, ob ich morgen noch Zugang zu Geld habe. Deswegen gibt es das. Und jeder von uns ist ein bisschen gezwungen, wenn er auf die Rente spart, ein bisschen den Schatzbildner zu machen. Und da weiß er auch, mehr ist mehr. So, das war jetzt erstmal wichtig, ist ein gesellschaftlich erzeugtes Interesse. Jetzt kommt der Marx und sagt, irgendwie erscheint der Schatzbildner als komische Figur und als eine Marotte. Warum? Weil der Schatzbildner auf den wirklichen Reichtum verzichtet, wegen der Möglichkeit aller Güter. Ja, der Schatzbildner ist der, der verhungert auf seinem Goldhaufen, übertrieben gesprochen. Das ist die komische Seite am Schatzbildner, dass er auf den materiellen Reichtum verzichtet, wegen der Geldform des Reichtums. Und dann kommt der Marx und sagt, der Kapitalist ist der rationelle Schatzbildner. Er verfolgt das maßlose Interesse nach Geld, und zwar in einer Weise, dass ihm nicht den Verzicht auf den materiellen Reichtum aufnötigt, sondern den materiellen Reichtum als Nebeneffekt der Akkumulation einfach so abwirft. Auch das, klar, ein gesellschaftlich erzeugtes Interesse, aber nichts, wozu die gezwungen werden ohne ihren Willen. Auch für all diese Geschichten gibt es in der bürgerlichen Gesellschaft Formeln, dass ein tätiger Unternehmer, ein Erbe eines hinreichend großen Vermögens, dass man tätiger Kapitalist sein kann, dass der tatsächlich seine Firma nicht betreibt wegen der Lebensmittel, die rauskommen, ist dem auch klar.
Da heißt es, also bei den Quants und bei denen, die halt ordentliche Vermögen haben, da heißt es, man dient dem Vermögen der Familie. Und dadurch fällt das luxuriöse Leben einfach so ab. Das ist der Nebeneffekt dessen, dass das Vermögen immer vergrößert wird. Und noch ein Beispiel zu dem Thema maßlose Bereicherung. Ja. Jetzt geht doch durch die Presse im Augenblick der Umstand, dass der Winterquant 17 Millionen in einem, also der Chef von VW, 17 Millionen in einem Jahr verdient. Dem kann man auch nicht sagen, ja, sag mal, das hat der in einer Talkshow hat es der Altbundespräsident Herzog probiert, hat gesagt, ja, was will er denn mit dem vielen Geld? Der Herzog ist gut, den möchte man fragen, ja, was willst denn du mit deinen 200.000 im Jahr plus alle Spesen? Der kann sie ja auch schon nicht verfressen. Da merkt man, in der bürgerlichen Gesellschaft ist halt der Zweck, Gelderwerb, Geld aufhäufen, ist halt der Zweck für sich. Und für einen Typen wie den Winterkorn, merkt man, da ist das Einkommen für seine Sorte Arbeit eins, das ermöglicht den Übergang vom ganz, ganz hochgestellten Arbeitnehmer zu einem, der nächstens von den Renditen seines Kapitals lebt. Also der erwirbt gerade die Einkommensquelle Kapital. So, ich erzähle das alles, um zu sagen, diese Typen haben diese Interessen, sie wissen sie, sie verfolgen sie. Und sie sind mit ihrem Interesse dann auch der Gegner, gegen den die Lohnarbeiter stehen. Also ich leugne keinen Sachzwang, ich leugne auch nicht, dass die Interessen gesellschaftlich vorgegeben sind. Aber das nimmt nichts davon zurück, dass es ein herrschendes Interesse gibt, das sich den Reproduktionsprozess der Gesellschaft zum Mittel macht. Und ein anderes Interesse, das Mittel ist. Also den Unterschied, auf den bestehe ich, und dann will ich nichts von Sachzwang im Sinn von Zwang der Konkurrenz zurücknehmen. Das sehe ich schon ein. Aber in diesem Gegeneinander vermittelt sich in diesem Gegeneinander vermittelt sich diese Akkumulation des Kapitals. Oder ich sage einen anderen Satz, dann mache ich aber endgültig mal Schluss. Anderen Satz. Wir haben vor uns, na, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich später, weil das ist dann doch mehr als bloß ein Satz. Gut, also ich denke jetzt am Schluss, da ist mir die Differenz ein bisschen schwammig geworden. Also, dass sich hier Interessen gegenüberstehen, das ist vollkommen unbestritten. Der Punkt, also wenn ich unpersönliche Herrschaft betone, besteht darin, dass diese Interessen, die sich da gegenüberstehen, eben nicht auf individuelle Interessen reduzieren. Der eine will eben das, der andere will was anderes, okay, und jetzt streiten sie. Sondern dieses herrschende Interesse, das ist über den Willen der Einzelnen hinaus materialisiert in diesen ganzen Konkurrenzvorgängen. Das heißt, der Einzelne kann sich dem auch nicht entziehen. Und das macht es zu diesem herrschenden Interesse. Also, dass die ganzen gesellschaftlichen Strukturen von diesem Interesse beherrscht sind. Das ist das wesentlich stärkere Durchsetzungsmittel dieses Interesses, als dass es einzelne Individuen gibt, die sagen, jawohl, ich habe dieses Interesse. Und das, glaube ich, auch war diese Bemerkung von Marx, die ich da vorgelesen habe, wo er meinte, dass der einzelne Kapitalist ein Triebrad in diesem gesellschaftlichen Mechanismus ist. Also was du sagtest zum Schatzbildner und zum Kapitalisten, der eine ist, also der Kapitalist ist der rationale Schatzbildner, das ist vollkommen richtig, nur die Bemerkung, auf die ich da verwiesen habe, da ging es um was anderes, dass der Einzelne eingespannt ist in diesen Mechanismus, wofür dann der Marx eben dieses Bild vom Triebrad benutzt. Und das, glaube ich, also dass die Einzelnen da so eingespannt sind, das ist die Kraft dieses herrschenden
Interesses, also die oder die Kraft, die dieses Interesse zum Herrschenden macht. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen in eine Diskussion zu dem Punkt. Also, mir ist noch nicht ganz klar. Ich finde, der Peter hat da eben eine Unterscheidung gemacht, auf die du jetzt immer noch nicht eingegangen bist. Nämlich, er hat auch gesagt, dass der Zweck des Kapitalisten, dass er da so etwas wie einen Zwang, diesen Zweck zu verfolgen, nicht erkennen kann, dass er den materiellen Zwang beim Arbeiter viel eher einsetzen wollte. Und dass er das deshalb nicht gelten lassen will, sondern dass der Kapitalist sich schon frei entscheidet mit den 10 Millionen, die er erbt, zu sagen, selbstverständlich will ich damit weiter eine Geldvermehrung betreiben. Und da verstehe ich nicht, wie deine Antwort ist. Die kann mir eben so gekünstelt, aber wenn dieser Kapitalist, der sowas erbt, weiter Kapitalist sein will, dann muss er das auch beschreiben. Ja, wenn der was ganz anderes im Kopf hat und sagt, das verfutter ich jetzt und sponsor sonst den Klassenkampf, ja, dann ist er kein Kapitalist mehr. Also ich verstehe nicht, warum du an der Stelle immer betont hast, aber wenn er doch Kapitalist sein will, dann muss er auch die ganzen Sachzwänge geben, die Messlatte des Erfolges verfolgen. Ja, aber dass er diesen Zweck verfolgen will, das ist ihm wirklich noch. Ja, Moment mal. Das eine, finde ich, ist richtig, aber ist auch eine ziemlich einfache Sache. Die Entscheidung, also nehmen wir mal an, du oder ich würden jetzt von irgendeinem unbekannten Erbonkel eine Firma erben. Dann müssen wir erstmal die Entscheidung treffen, was wollen wir damit machen. Setzen wir uns da jetzt auf den Chefsessel und sagen, jawohl, ich führe jetzt diese Firma weiter, oder sage ich, ich verkaufe den Laden, lebe von den Zinsen, sponsere den Klassenkampf oder was auch immer. Da hast du vollkommen recht. Das ist erstmal die Entscheidung, die ich treffe. Und wenn ich sage, ich setze mich da auf den Chefsessel, dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich will dieses Eigentum verwerten, ich verfolge diesen Zweck des Kapitals. Das ist ja auch genau der Punkt, wie der Marx zum Beispiel auf den Kapitalisten kommt. Wer ist Kapitalist? Da würde ich auch sagen, der Winterkorn, der ist schon Kapitalist, der tut sich das nicht erst erarbeiten. Kapitalist ist derjenige, der den objektiven Zweck des Kapitals zu seinem subjektiven Zweck macht. Okay, und da muss ich eine Entscheidung treffen, will ich das oder will ich das nicht. Aber wenn ich jetzt diese Entscheidung getroffen habe, dann ist noch längst nicht alles festgelegt, was dann passiert. Aufgrund dieser Entscheidung. Und da mache ich dann diese Sachzwänge fest, dass ich sage, das, was nach dieser Entscheidung, ob ich mich auf den Chefsessel setze oder nicht, was in der Tat meine Entscheidung ist, mein Zweck, den ich dann verfolge, aber wenn die Entscheidung gefallen ist, dann ist noch längst nicht alles Weitere gefallen, dann ist das längst nicht so eine logische Konsequenz, was dann alles folgt. Und da spielt mein weiterer Wille einen relativ geringen, eine geringe Rolle, wenn ich es nicht in Kauf nehmen will, dass ich als Kapitalist dann bankrott gehe. Ich verstehe auch nicht, wen du darüber aufklären willst, die Kapitalisten. So manche Kapitalismuskritiker, die meinen, das Schlimme am Kapitalismus besteht darin, dass die Kapitalisten sich so unethisch verhalten. Und denen sage ich, was die Kapitalisten da vielleicht im Kopf haben, vielleicht oder vielleicht auch nicht, darauf kommt es überhaupt nicht an. Und wen ich vielleicht auch, das war vorhin mein Beispiel, darüber aufklären möchte, was auch nicht eine völlig unbedeutende Gruppe ist oder unbedeutende Versuche, wenn Leute glauben, sie könnten sich den Markt selber zu Diensten machen, indem sie jetzt eine andere alternative Umgehensweise damit finden. Wir machen jetzt unser nettes Kollektiv. Klar, wir müssen an dem Markt was verkaufen, aber wir machen es ganz anders als die Kapitalisten. Denen würde ich auch sagen, es kommt nicht drauf an, was ihr da im Kopf habt, dass ihr das ganz anders machen wollt. Ich finde es irgendwie komisch, da von einem Sachzwang zu reden, weil an und für sich, wenn man sich das Wort mal würdigt, eine Sache und einen Zwang aus, das ist ja schon ein Widerspruch an und für sich drin, ja. Weil eine Sache überhaupt gar nicht ausreden kann, das wäre keine Sache mehr. Also, ja, aber das ist genau der Kapitalismus, ne? Nein, da wollte ich sagen, der Sachzwang, der da entsteht, das ist schon jeder so gut. Der Maßstab des Erfolges wird ihm vorgegeben, aber nicht das Interesse selber.
die Konkurrenz, die doch aus den deren Regeln er sich dann unterwerfen. Das ist doch Resultat seines Willens, also nicht etwas Fremdes, sondern Willen übergeordnetes, was dann nachträglich wieder auf den Willen Einfluss nimmt, sondern Resultat dessen, dass sie sich auf eine ausschließliche Größe beziehen, den gesellschaftlichen Reichtum. Und jeder versucht, diesen gesellschaftlichen Reichtum bei sich zu haben. Insofern ist doch mit Sachzwang das furchtbare Wort und die Heuchelei, dass das, was ich eigentlich will, gar nicht Resultat meines Willens ist, sondern von einer übergeordneten Sache mir aufgezwungen. Darüber, dass ich mich entscheide, Kapitalist zu sein, dass ich als personifiziertes Kapital durch die Gegend laufe und meine Arbeit in die Fabrik schicke. Darüber ist doch schon ist die Fortsetzung des Willens ist klar, nämlich dann sich den Regeln der Konkurrenz einzuschließen. Darüber ist überhaupt erstmal die Konkurrenz erstellt, dass Leute sowas wollen. Ja, aber das fängt doch nicht bei Null an, dass ich jetzt was will oder nicht will. Wenn ich überhaupt wollen kann, Kapitalist zu werden, muss es kapitalistische Verhältnisse geben. Wenn ich keine Warenproduktion habe, wenn ich keinen Tausch habe, wenn ich kein Geld habe, da kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ich möchte Kapitalist werden. Sondern es bedarf bestimmter gesellschaftlicher Voraussetzungen. Das heißt, wir haben nicht so die Individuen als Tabula rasa und jetzt kommt einer und sagt, ich will das und damit setzt er dann einen bestimmten Mechanismus in Gang, sondern es muss bereits eine bestimmte gesellschaftliche Voraussetzung da sein. Und diese Voraussetzung, das ist das, was mit dem Sachzwang gemeint ist, mit der Herrschaft, also bei dem Marx heißt es dann immer, ist die Rede von der Herrschaft der Sachen, unter denen die Menschen stehen. Herrschaft der Sachen, das sind die Warenpreise. Also das kannst du ja auch beobachten, von mir aus an der Börse, wo es um hier die Preistafeln gehen. Alle starren da drauf, was für Preise angezeigt werden, denn davon hängt ihr eigenes ökonomisches Überleben und Handeln statt. Insofern findet da ein Sachzwang statt. Die Sache ist nur die, wir können das erklären, wie dieser Sachzwang zustande kommt. Bürgerliche Ökonomie nimmt den als Ausdruck von Rationalität. Also bei Max Weber, Geld ist höchster Ausdruck von Rationalität, weil sie diese persönlichen Bezüge eben gerade rauslässt. Das ist der Unterschied. Also es geht doch nicht darum zu sagen, Sachzwang ist was Entschuldigendes, sondern zu erklären, wo kommt es her. Gleich viele, ja. Ja. Da oben, dann da, dann da. Und dann hier. Ja. Ich glaube, wir sind noch nicht in letzter Konsequenz klar, was die Betonung, dass der Kapitalist erstmal niemand zwingt, Kapitalist zu sein, für die Formulierung von Kritik daran bedeutet, oder wo ihr da eine Differenz hättet, wenn es den gibt. Kannst du noch mal gut verstanden? Ich finde deine Ausführung sehr überzeugt, warum man das als unpersönliche Herrschaft begreifen soll. Das habe ich verstanden. Und welche Leute da quasi eine falsche Kritik damit unplausibel machen kann. Und jetzt ist mir nicht klar, sozusagen, worauf dann diese Betonung, dass den Kapitalisten erstmal niemand zwingt, Kapitalist zu sein, ob das auf eine andere Form hinausläuft oder ob das überhaupt da keine Konsequenz hat, weil. Das war eine Antwort auf einen Einwurf, der von hier weiter vorne kam. Dass es doch die Entscheidung sei, sage ich, ja klar, es ist die Entscheidung, aber dann geht es weiter. Mit dieser ersten Entscheidung ist nicht alles determiniert, was dann passiert. Ja, das klingt nachvollziehbar gut, weil ich hätte eigentlich auch eher von deinem Podiumskollegen eine andere Antwort drauf. Ja, gut, dann musst du. Aber ja, das ist Quatsch und ich habe das falsch. Vielleicht suchen wir noch ein paar andere dran, wenn das immer so witzig ist. Sag mal so, wir fangen hier an mit dem Thema Klassengesellschaft. Und da hört noch jeder raus, das ist der Vorwurf, da wird eine Klasse mit ihren Interessen und Lebensanliegen
dem Interesse einer anderen geopfert. Oder hergenommen für die und schlecht behandelt dabei, ist jetzt mal egal. Wenn ich jetzt sage, Arbeiter und Kapitalisten sind gleichermaßen der unpersönlichen Herrschaft des Kapitals unterworfen. Da habe ich das es gibt sogar Formulierungen, fetischmäßig gesehen sitzen sie in einem Boot. So, dann ist es mir ein bisschen wie, reden wir jetzt von einer Klassengesellschaft oder reden wir von einer insgesamt sich verfehlenden Gemeinschaft? An der Stelle wird ein bisschen rumdebattiert. Wie passt denn oder wie ist unpersönliche Herrschaft des Kapitals? Wie ist es richtig aufzufassen, sodass am Schluss nicht rauskommt, irgendwie Klassengegensatz ist ja gar nicht der Witz, sondern vielmehr alle miteinander sind vom Fetisch geschlagen. Und irgendwie ist ja der Satz noch nicht mal verkehrt, dass alle miteinander vom Fetisch geschlagen sind. Dennoch, ich will mir dabei nicht abhandeln lassen, dass die doch nicht im selben Boot sitzen. So, und das ist jetzt ein bisschen die Debatte. Und die Debatte hat jetzt dazu geführt, und ich meine auch, so weit bin ich ganz zufrieden. Ich will jetzt gar nichts, ich wiederhole den Stand, ja, aber ich meine, dass ich nichts sage, was jetzt kontrovers wäre noch. Ich habe eine Unterscheidung haben wollen vorhin. Nämlich, nach der einen Seite, natürlich sind die Interessen von Kapitalist, von Lohnarbeiter und was weiß ich, von Grundherr, Grundeigentümer, die sind nicht vom Himmel gefallen, sondern die sind gesellschaftlich bestimmt, die sind gesellschaftlich vorgegeben. Das Individuum ergreift eine existente Form der Reproduktion, eine existente Form des Gelderwerbs. Natürlich, wer Glück hat, hat Eigentum, wer keins hat, muss arbeiten. Zwänge, also dass die vorgegeben sind und dass man das zu seinem Interesse macht, das ist die eine Seite. Zwängen ist man ausgesetzt, deswegen, weil andere genau dasselbe tun und man jetzt konkurrierend die eigene Erwerbsquelle betätigt. Blöd gesprochen, wäre der Kapitalist allein auf der Welt, dann gäbe es kein Wertgesetz, ja? Dann gäbe es das nicht, dass er am Markt einen konkurrenzfähigen Preis erzielen muss, um überhaupt verkaufen zu können. Ja, dann könnte die Arbeiter wirklich nach Willkür ausbeuten und nach Willkür Geld verlangen. Wenn man mal vereinfacht und vielleicht auch anfechtbar redet, aber bloß mal so hingesagt. Weil er aber gegen andere Anbieter sich am Markt behaupten will, muss er einiges. Ja, da gehört jetzt der Zwang hin. Weil er sich behaupten will, muss er einiges. Er muss konkurrenzfähige Preise herbringen. Dazu muss er seine Betriebskosten senken. Er setzt seine Waffe, nämlich die Kommandomacht über den Betrieb, die setzt er ein, um das, was er muss, nämlich am Markt konkurrenzfähig sein, das herzukriegen. Wie tut er's? Nun, er senkt Kosten. Welche? Im Prinzip alle. Aber die Kosten unterscheiden sich halt. Manche kann man gar nicht so gut senken, manche besser. Bei manchen Produktionsfaktoren ist die Ausnutzung eine ziemlich fixierte Angelegenheit, wenn man die Sache mal gekauft hat. Bei anderen Faktoren, beim Faktor Arbeit, ist das, was man aus ihm rausholt, überhaupt noch nicht ausgemacht damit, dass man die Ware gekauft hat. Also wirft er sich auf die Ausnutzung der Arbeit und die Bezahlung der Arbeit, um konkurrenzfähigen Preis zu erzielen. Der Kapitalist muss den Zweck Ausbeutung gar nicht haben, er muss ihn gar nicht wissen. Aber eins muss er wissen und weiß er auch, dass natürlich der Kostenfaktor Arbeit ein Kostenfaktor ist, der umso produktiver für ihn ist, je weniger er kostet und umso produktiver ist, je mehr er bei gegebenen Kosten leistet. So viel verstehen Sie also vom Ausbeuten in jedem Fall. So, die ganze Diskussion war jetzt bloß. Unterscheiden wir mal die Sache. Es gibt gesellschaftlich vorgegebene Interessen, die eignen sich die Subjekte an.
Ja, das ist die Geschichte, ob ich entscheide, ob ich das Geld, das ich erbe, verzehre, ja, dann ist es natürlich irgendwann weg. Oder ob ich es als Kapital einsetze und seine Verwertung betreibe und meine Reproduktion als Nebenprodukt der Kapitalverwertung verfolge. Das ist, da möchte ich nicht von Zwang reden. Jedenfalls nicht bei denen, für die das eine Gelegenheit ist, sich überhaupt gut zu stellen. Bei den anderen, die ihre Arbeit verkaufen müssen, da möchte ich eher von erzwungenem Interesse reden. Weil da wirklich, das weiß jeder, dass es besser wäre, man würde arbeiten wie ein Unternehmer. Aber man hat halt die Mittel nicht und muss sich dann anbieten am Markt und muss dann die Löhne nehmen, die halt angeboten werden, oder muss die Qualifikation verbessern, damit man das Angebot an die andere Seite verbessert. Da möchte ich eher von gezwungen reden. Auch da ist es natürlich so, dass auch die Arbeiter in Konkurrenz stehen. Und das habe ich in meinem Papier aufgeschrieben, das möchte ich nochmal in Erinnerung bringen. Die Konkurrenz zwingt alle, aber sie zwingt jeder Revenuequelle bloß ihre eigene Logik auf. Den Kapitalisten zwingt sie, seine Mittel der Kostensenkung anzuwenden. Den Arbeiter zwingt sie auch, die Kosten zu senken, aber unglücklicherweise ist er die Kost selber. Er muss sich billiger anbieten. Der eine hat Mittel seines Geldmaterialismus, der andere muss für den Konkurrenzerfolg seinen Materialismus opfern. Und noch ein Punkt. Wenn man sagt, alle müssen tun, was ihre Revenuequelle verlangt, also wie Michael mal redet, ja, alle müssen, sonst scheitern sie. Machen wir uns noch eins klar. Das schlimmste Scheitern für die Besitzenden besteht darin, dass sie in die Lage derer kommen, in die Lage kommen, in der die anderen sowieso schon sind. Also ich möchte immer dieses, vergesst mal über die Gleichheit der Konkurrenzzwänge. Politisch scheitern ja auch, wenn sie das tun, was sie müssen. Ja. Im Gegensatz zu den Kapitalisten. Ja, und die Arbeiter. Ja. Wenn sie auch irgendwie nachverfolgen, dann ist das ihr Schaden. Ja. Bei denen gibt es gar keinen Weg. Die Logik, die der Minute entsprechend zu handeln, dann hätten sie was davon. Sondern dort ist die Verfolgung, die das betreffen. Ja. Richtig. So, jetzt hatten wir Wortmeldungen. Der Wille des Kapitalisten ist doch nicht nur dann aktiv, wenn er sich entschließt, Kapitalist sein zu wollen. Sondern dieser Wille bleibt doch konstant vorhanden. Er will das Geschäft doch immer weiter treiben. Wenn er es ist, er zieht das auch bewusst mit durch, er will die anderen wegkonkurrieren und so weiter. Der Wille ist immer, bleibt immer dabei, egal wie die Sachzwänge sind. In diesen Sachzwängen orientiert er sich und handelt bewusst mit seinem Willen permanent. Ja, gut, also ich denke aber, da hatten wir jetzt bei dem, was Peter zu, also würde ich jetzt gar nicht widersprechen, bei dem, was Peter am Schluss hervorgehoben hat, vielleicht kommen wir da dann der Differenz, wenn es eine ist, näher. Also wenn du sagst, die Konkurrenz zwingt alle, aber dieser Zwang hat eine ganz andere Auswirkung. Also die Konkurrenz zwingt zu Kostensenkung, den Kapitalisten zwingt sie dazu, die Kosten seiner Beschäftigten zu senken, und die Arbeitskräfte zwingt es dazu, ihre eigenen Kosten zu senken, dann hat dieser selbe Zwang ganz unterschiedliche Auswirkungen. Ja. Und das würde ich sofort unterschreiben und also nicht nur gelten lassen, sondern hervorheben. Genauso bei dem Fetischismus. Natürlich ist es einerseits richtig, dass dem Fetischismus in dieser Gesellschaft alle unterliegen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie dadurch gleich sind oder dass sie gleichermaßen im selben Boot sitzen, um Himmels Willen. Das sind zwei ganz unterschiedliche paar Sachen. Also wenn das sozusagen die Hauptbefürchtung ist, wo du dich dann dagegen wendest, wenn ich von Sachzwang rede, da kann ich nur sagen, also da an der Stelle rennst du offene Türen bei mir ein. Das heißt, für eine unzulässige Personifikation oder
sich ja sozusagen den Kapitalzweck zum eigenen Interesse, zum persönlichen Interesse. Und das ist für jede einzelne Arbeiter in nicht minderem Ausmaß und durchaus willentlich. Also der Wille ist sozusagen ein besonderer kapitalistischer Wille und das Individuum im Kapitalismus ist ein ganz bestimmtes Individuum, also diese Gesellschaft, die hier kritisiert werden soll, bringt eben ihre Individuen hervor. Die haben eben bestimmte Qualitäten, die hier bei einem Kapitalisten und beim Arbeiter identisch. Die Existenzen und der Mensch als biologischer Organismus unterliegt eben der Existenznot seit es ihn überhaupt gibt. Und das hat den Kapitalismus nicht aufgehört, sozusagen. Das ist dasselbe. Die unpersönliche Herrschaft, die den Kapitalismus auszeichnet, gebiert auf das Bedürfnis, diese Herrschaft zu personifizieren. Das heißt also, Personen auszumachen, die jetzt dafür irgendwas verantwortlich sind. Und diesen Fehler machst du, wenn du sagst, Kapitalist und Arbeiter stehen sich unpersönlich. Das stimmt so nicht. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass der Arbeiter, wie man ihn so kennt, wie er durch die Gegend läuft, einen größeren Widerspruch empfindet und realisiert zwischen sich und einem Arbeiter aus einer anderen Nation als zwischen sich und seinem Chef. Das Letzte verstehe ich. Das ist offensichtlich so. Aber der Satz, die wollen doch das Gleiche. Also es ist ja auch so, dass in der Welt, wie wir sie kennen, Arbeiter und Kapitalist sich nicht unversöhnlich gegenüberstehen. Offensichtlich nicht. Das ist auch nicht bestritten. Wir meinen mehr, die sollten sich unversöhnlich dagegen stellen. Das ist mehr unser Wunsch, unsere Meinung, wir hätten Gründe dafür, für eine andere Stellung zu werben, als die, die empirisch vorhanden ist. Das möchte ich, also so verstehe ich, so kann ich den Einwand billigen, aber nicht verstehen tue ich den Satz, die wollen doch sowieso dasselbe. Jetzt haben wir doch die ganze Zeit davon geredet, dass sie was Verschiedenes wollen. Der eine will Lohn für Arbeit und der andere benutzt Arbeit, um Einkommen mit seinem Eigentum zu erzielen. Das sind doch verschiedene Sachen. Da wird man natürlich das auch noch einebnet und sagt, eigentlich wollen alle Geld verdienen. Ja, klar, dann, wenn ich alle Unterschiede weglasse, dann gibt es keine mehr. Aber bis dorthin gibt es doch Unterschiede dessen, was die wollen. Und es gibt auch einen Gegensatz im Sinn von, wenn der Unternehmer an den Arbeitern spart, weil das seinen Gewinn steigert oder seine Konkurrenzfähigkeit am Markt steigert, dann spüren die Arbeiter das als gegen ihre Lohninteressen gerichtet. Wenn die Arbeiter ihrerseits den Lohn auf Lohnerhöhung bestehen, merkt es der Unternehmer als gegen sein Interesse, Gewinn zu machen, gerichtet. Also insofern, ich kann nichts anfangen mit dem Gedanken, die wollen doch sowieso das Gleiche. Dann habe ich das irgendwas so verstanden. Der Gegensatz, was ich meinte, ist eben der Gegensatz zwischen Kapitalisten und Arbeiterklasse. Ist sowohl, also ist eben sowohl auch ein produktiver Gegensatz. Was soll denn das heißen? Produktiver Gegensatz? Zum Beispiel die Gesellschaft, also reproduziert sich selber, ne, der Mensch. Menschen und so weiter und so fort. Der ganze Kapitalismus zum Beispiel hat zur geht mit der Industrialisierung einher. Das ist zum Beispiel ein Fortschritt gegenüber von Ackerbau und Viehzucht. Das ist also sozusagen diese Produktivität des Systems,
Aber jetzt führst du vor, was ich jetzt... Ist auch okay, wir machen an dem Gedanken weiter. Der ist nämlich, das, wie du argumentierst, ich darf doch du sagen, ja, es ist ungefähr das, was ich an dem Wort Fetischbewusstsein richtig finde. Also, deine Gedanken verfallen dem, nämlich, du nimmst den Kapitalismus als eine Form der Organisation der notwendigen Arbeit. Als eine Form, die Rede war, der Reproduktion der Gesellschaft. Du vergleichst sie mit der vorkapitalistischen und sagst, immerhin sind sie jetzt viel produktiver. Was ist, da wird, weil natürlich in der Form des Kapitalismus die materielle Reproduktion der Gesellschaft stattfindet, in der findet sie ja statt. Und es findet ja auch ein Fortschritt in Sachen technologischer Beherrschung der Natur statt und der Steigerung der Produktivität der Arbeit. Aber weil in der kapitalistischen Form dieser Stoff stattfindet, sagst du, es geht um den Stoff und Kapitalismus ist doch bloß die zweckmäßigste Art und Weise, diesen Stoff zu organisieren. Und das, meine ich, ist genau das Bewusstsein, was auch die Arbeiter ganz falsch haben. Also insofern, das war jetzt gerade der Übergang, wir waren jetzt gerade bei, es gibt Klassen, jetzt haben wir das Verhältnis von unpersönlicher Herrschaft und Klassenherrschaft besprochen und jetzt, meine ich, sollte man kommen zu dem dritten Komplex. Klassenkampf ist ja nichts, was man erfinden muss, sowas gibt es, aber wie gibt es ihn? Und wie sollte es ihn geben? Und da passt der Gedanke, die Arbeiter wissen um einen Gegensatz gegen die Unternehmer. Aber sie sind gleichzeitig der Meinung, sie brauchen die andere Seite. Und letzten Endes halten sie die kapitalistische Form der Organisation der Arbeit für die Organisation der Arbeit schlechthin. Das eigentlich ist das Fetischbewusstsein, das man angreifen müsste. Also jetzt sage ich das Wort Fetischbewusstsein eigentlich, weil ich es aufgreifen will, weil der Michael das immer gerne sagt. Also ich würde auch dafür plädieren, die Frage der Produktivität der vorkapitalistischen oder kapitalistischen Gesellschaft zurückzustellen und eben auf den dritten Punkt zu sprechen zu kommen, also Klassenkampf. Und da waren wir ja gerade eben, bevor dein Einwurf kam, bei der Frage des Interesses von Unternehmer oder Arbeiter oder Proletariat auf der anderen Seite. Willst du beginnen mit dem Statement, wenn alle einverstanden sind? Ja. Also ich kann da anknüpfen, was Peter zuletzt gesagt hat, weil ich das nicht ganz so negativ sehe, wie du, also Arbeiter wären der Meinung, sie brauchen den Unternehmer als Gegenseite oder die kapitalistische Form der Arbeit sei halt die Form von Arbeit schlechthin. Also die Erfahrungen, die ich da jetzt aus vielen Seminaren und Gesprächen gezogen habe, ist, da ist nicht bei allen natürlich, auch nicht bei der Mehrheit, aber bei vielen ist durchaus ein Bewusstsein da, wir brauchen den Kapitalisten nicht. Und die Organisation der Arbeit, die könnte auch eine ganz andere Form haben, als jetzt diesen kapitalistischen Verwertungszweck. Also da ist, glaube ich, schon mehr Einsicht vorhanden, als jetzt man da vielleicht vermutet. Das Problem scheint mir aber zu sein, was folgt denn aus dieser Einsicht? Und da fand ich es in deinem Papier halt zumindest ein bisschen zu schnell argumentiert. Also wenn du, das ist noch unter Punkt 1 sogar, sagst, also wenn sie ihre lohnabhängige Mehrheit, wenn sie ihre Klassenlage sehen würden, wie sie ist, würden sie sich die nicht gefallen lassen. Das wäre schön, wenn es so wäre, dass man also nur die
die richtige Einsicht braucht und dass daraus dann auch die Handlung folgen würde. Nur um zu handeln, braucht man die Mittel dazu. Ich kann einsehen, was ich will. Ich stehe drei Schlägertypen gegenüber und weiß genau, die wollen mich jetzt verprügeln. Oder die beleidigen mich und hoffen dann, dass ich vielleicht als Erster anfange. Das kann ich alles einsehen. Mir fehlen aber die Mittel, mit diesen drei Typen fertig zu werden. Und deswegen werde ich trotz aller Einsicht nicht handeln, wenn mir die Mittel fehlen. Und das ist eben, glaube ich, jetzt, wenn wir über Klassenkampf sprechen, zumindest für mich das Hauptproblem. Nicht allein bestimmte Einsichten zu verbreiten, da sind wir uns, glaube ich, sehr schnell einig, dass das auch ein großes Problem ist oder eine große Aufgabe. Aber was machen wir dann, wenn bestimmte Einsichten da sind? Wie handeln wir dann? Wie können wir dieses sich nicht gefallen lassen? Wie können wir das verstärken? Wie können wir Leute dazu bringen, sich Sachen nicht mehr gefallen zu lassen, die sie eingesehen haben? Vielleicht einmal eine erste Erwiderung auf deine Überlegung. Darf man denn wirklich die Leute, die zu deinen Seminaren gehen, für Repräsentanten des heutigen Arbeiterbewusstseins nehmen? Also wenn du auf Leute triffst, die sagen, wir wissen schon, wir arbeiten für einen Kapitalisten und bei uns bleibt immer nichts hängen, bei uns kommt nichts raus, wir sind ewig in Existenzunsicherheit und wir brauchen doch die Kapitalisten nicht, die notwendige Arbeit könnten wir selbst organisieren. Dem möchte ich erstmal sagen, ja, was will ich denn den Menschen noch beibringen? Erst einmal, der sieht die Welt ungefähr so, wie ich auch meine, dass man sie sehen sollte. Also der ist auf, das ist ein Genosse, blöd gesagt, dass der mit seiner Einsicht jetzt erst einmal merkt, wie trostlos allein er dasteht in dieser Welt. Da geht es ihm erst einmal so wie uns. Insofern schadet es gar nichts. Das ist die erste Einsicht. Wenn man erst einmal merkt, dass es ganz anders laufen müsste, merkt man erst einmal, wie allein man ist. Das ist in Ordnung, aber das ist doch kein Einwand gegen, erstens, er wüsste es nicht, das war aber nicht deine Rede, aber auch nicht, aber was hilft es denn, es zu wissen? Da fehlt ja bloß, dass viele es so sehen wie der, sonst nichts. Und deswegen möchte ich doch nochmal zurück zu, nehmen wir doch mal das Bewusstsein der Arbeiterklasse, wie sie wirklich, also wie sie massenhaft existiert und nicht in einer intellektuellen Minderheit, dass es die überhaupt gibt, kann man froh sein. Massenhaft existiert sie so letzten Endes, wie die DGB-Gewerkschaften die Arbeiterschaft repräsentieren. Vielleicht auch immer noch mit Unzufriedenheit darüber, dass die Chefs zu wenig rausholen. Aber doch mit dem Bewusstsein, die machen das und ich mache die Arbeit. Also auch ein Delegationsbewusstsein zwischen dem Vertretenen und der Vertretung. Und wie vertritt die Vertretung die Leute? Sie vertritt sie so, dass sie einerseits durchaus den Interessensgegensatz gegen das Kapital organisiert. Sonst bräuchte es keine Gewerkschaften, wenn es nicht ein Bewusstsein gäbe, wenn wir denen nicht Berücksichtigung von unseren Ansprüchen aufzwingen, dann kriegen wir überhaupt keine Berücksichtigung. Das ist schon das Bewusstsein, das zur Gründung von Gewerkschaften führt und das die Existenz von Gewerkschaften letzten Endes bis heute trägt. Aber es ist der Gedanke, und da passt jetzt mein Satz von vorhin schon hin, es ist der Gedanke, wir müssen die zwingen, uns einen fairen Lohn zu zahlen, aber wenn wir uns gegen die stellen, dann müssen wir immer auch bedenken, dass wir die brauchen als Arbeitgeber. Und dieser Gegensatz, der ist nicht nur ein Akzeptieren der bürgerlichen Produktionsweise als Lebensbedingung überhaupt, sondern der ist sogar ein Widerspruch für diejenigen, die sie abschaffen wollen. Denn auch die haben ja das Problem. Ich kann bloß, unter diesen Umständen kann ich bloß leben von der Beschäftigung durchs Kapital. Wenn ich die Kapitalisten aber fertig mache,
dann kann ich unter den gegebenen Umständen nicht mehr davon leben. Wenn ich das dem Kapital Löhne abverlange, die es nicht bezahlen kann, dann in der Konkurrenzfähigkeit zurückfällt und so weiter. Der Widerspruch ist ja objektiv, der ist ja nicht nur einer des falschen Denkens. Das falsche Denken besteht jetzt darin, dass man sich in dem Dilemma quasi nicht gibt, in dem Dilemma, anstatt da das aufzufassen als um Gottes Willen haben die uns im Griff, ja, also um zu sehen, wie erpresst die eigene Lage ist, stellt man sich dazu und sagt, man darf auch die Kuh nicht schlachten, die man melken will, und tut so, als ob man der Melker und nicht der Gemolkene wäre. Und dieser Umstand, dass die Arbeiterschaft dann doch bloß auf der Ebene der Verteilung den Kampf gegen die Unternehmer aufnehmen will, mehr Lohn, nicht Lohnarbeit, nicht die Weise meines Erwerbs ist der Fehler, sondern dass ich zu wenig dafür kriege. Und dass man zu wenig dafür kriegt, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich der Punkt, da sieht man, wer für wen arbeitet und für wen was und für wen es sich wie auszahlt. Insofern muss man sogar sagen, wenn sich die Arbeiterschaft gegen die Unternehmerschaft organisiert, um mehr Lohn rauszuholen, dann sind sie tatsächlich an der Schnittstelle, um die es in der Gesellschaft geht. Wofür wird die Arbeit verrichtet und wer hat was davon? Einerseits. Andererseits stellt man dann doch nicht die Frage, wofür wird die Arbeit verrichtet. Da käme man in die Kapitalschulung, ja, wenn man mal so blöd reden will. Ja. Da käme man in unser Fahrwasser. Sondern man ist dann doch dabei, so zu tun, als ob die Arbeit für Löhne, für die Erzeugung des Lohns verrichtet wird. Aber der Unternehmer ist so geizig und will alles behalten. Dann streitet man auf der Ebene der Verteilung und nimmt gar nicht zur Kenntnis, dass die Entstehung des Reichtums, der Grund und die Vorbedingung, unter der Arbeit überhaupt bloß stattfinden kann in der Gesellschaft, die ganze Verteilung schon vorweg entschieden hat. Also es findet ein Kampf statt, es ist sogar ein Klassenkampf in der Hinsicht, dass es eine gewisse Verallgemeinerung ist. Es tritt nicht ein Konkurrenzsubjekt gegen ein anderes an, sondern in gewisser Weise findet eine Verallgemeinerung statt. Wenn die Metaller streiken, dann wissen auch die Verdi-Leute, ja, wenn die was rausholen, dann ist eine Marke gesetzt, dann heißt das was auch für die anderen. Und die Unternehmerschaft weiß es auch. Also da irgendwo steht in der Liste der Fragen, die veranstaltende Gruppe aufgestellt hat, steht die Frage, ja, gibt es einen Klassenkampf von oben? Ja, auf der Ebene, auf der er in der kapitalistischen Gesellschaft stattfindet, gibt es ihn sehr wohl auch von oben. Auch die Unternehmerschaft weiß, wenn die Metaller viel durchsetzen, heißt das auch was für Chemie und auch was für die Eisenbahn und so zu. Und dann gibt es tatsächlich sogar Geldfonds, wo Firmen, die im Lohnkampf stehen, von anderen Unternehmern unterstützt werden, damit sie nicht nachgeben müssen. Denn wenn sie nachgeben, ist das andere Datum in der Welt. Also so viel bewussten Klassenkampf gibt es durchaus in dieser Gesellschaft. Aber er findet halt statt auf der Ebene mehr Lohn oder weniger Lohn. Und das ist jetzt die Schwierigkeit. Einerseits ist es ja auch der Kampf um, wofür wird Arbeit verrichtet, andererseits ist es auch nicht. Und in der Hinsicht, meine ich, ist das allgemeine Bewusstsein ja in dem Sinn quasi auf dem Standpunkt, wo der Michael immer gern mit argumentiert, der trinitarischen Formel, auf dem Standpunkt der kapitalistischen Revenuequellen, als sie bereit sind, Kapital für Produktionsmittel zu halten, die doch jede Arbeit braucht, Grund und Boden für die örtliche Arbeitsbedingung, die doch jede Arbeit braucht, und Arbeit für den Beitrag der Arbeiter zum Gesamtprodukt, und dass sie bereit sind, den Arbeitsmitteln ein Recht auf Einkommen genauso zuzubilligen wie der Arbeit. Dass sie also letztlich diese Produktionsweise dann doch nicht für eine besondere, von einem besonderen Interesse bestimmte Produktionsweise halten, sondern fürs Produzieren überhaupt. Insofern
ist es die Aufgabe derer, die den Kapitalismus studiert haben und da was verstehen davon, dass sie das, was die bürgerlichen Menschen, da in erster Linie die Arbeitskräfte, es ist klar, dass andere immer auch Einsicht in das Verhältnis nehmen können und es genauso missbilligen und ablehnen können, wie es der Proletarier kann. Aber um die geht es jetzt mal nicht. Wir können was dafür tun, dass die Leute, was sie für sachliche Verhältnisse halten, dann doch bloß als zum System gewordene Interessen erkennen, die man auch nicht anerkennen muss. Und dahin kommen, zu dem Bewusstsein, das die Leute, die mit dem Michael da geredet haben, schon haben. Aber wie gesagt, die sind, ja, wenn es von denen mehr gäbe, würde die Welt anders aussehen. Und, na gut, ich muss sagen, ich mache einen Schluss, ja. Also, das ist die Leute, die ich vorhin im Auge hatte, dass das eine Minderheit ist, das ist völlig unbestritten. Aber womit ich jetzt Probleme habe in deiner Argumentation, ist, wenn du sagst, naja, wenn es jetzt Lohnverhandlungen gibt, Lohnkämpfe, dann bewegt sich das auf der Ebene der trinitarischen Formel, dann spreche ich den Besitzern der Arbeitsmittel das Recht zu, Einkommen zu erhalten, weil sie diese Arbeitsmittel besitzen oder so freundlich sind, mir die in die Hand zu drücken, dass ich dann arbeiten kann. Das ist einerseits richtig, faktisch, wenn ich eine Lohnverhandlung führe, spreche ich dem anderen, der mir da gegenüber sitzt, auf der Kapitalseite, spreche ich das Recht zu, dass er Profit haben kann. Aber die Frage ist, aus welchen Gründen passiert es? Mache ich das, weil ich den Kapitalismus eigentlich ganz in Ordnung finde, eine produktive Angelegenheit, in der Tat, noch nie hat sich Technik ja so entwickelt wie unter dem Kapitalismus, also weil ich das im Prinzip alles in Ordnung finde und lediglich nicht in Ordnung finde, dass ich oder die Seite, die ich vertrete, nicht so gut dabei wegkommt, dass sie einen geringen Lohn hat, oder mache ich das, obwohl ich einsehe, dass diese, wie du das gerade formuliert hast, diese sachlichen Verhältnisse auf bestimmte Interessen zurückgehen, obwohl ich einsehe, dass die kapitalistische Produktionsweise nicht die Produktionsweise schlechthin ist, mache ich das, weil ich im Moment keine Möglichkeit sehe, wie ich effektiv diese Produktionsweise überwinden kann. Und dann sage ich, okay, ich muss noch eine ganze Weile innerhalb dieser kapitalistischen Verhältnisse leben und jetzt versuche ich, ein bisschen mehr Lohn rauszuschlagen, als ich bisher hatte. Also für dasselbe Verhalten, dass ich Lohnkämpfe führe, kann es ganz unterschiedliche Gründe geben. Es kann sein, der Grund mangelnde Einsicht, ich finde das im Prinzip eigentlich ganz in Ordnung, was hier läuft, oder ich finde das gerade überhaupt nicht in Ordnung, verfüge aber nicht über die Möglichkeiten, die materiellen Möglichkeiten, dieses System in Frage zu stellen, materiell in Frage zu stellen, also nicht nur argumentativ in Frage zu stellen. Und was werde ich dann machen? Egal wie viele Kapitalkurse ich besucht oder vielleicht auch selber abgehalten habe, ich werde einen Lohnkampf führen. Und das, denke ich, also an dem Unterschied muss man ansetzen. Und da komme ich eben nicht zu so einem ganz negativen Ergebnis, wie Peter das sieht. Die Menschen machen nicht nur die Erfahrung, es geht auf ihre Kosten im Betrieb, sondern die lernen da auch, wer davon profitiert, auch ohne was gelesen zu haben. Und ich meine, du hast einerseits recht, die Leute, die da in meinen Gewerkschaftsseminaren sitzen, sind nicht die typischen. Aber warum sind das nicht die typischen? Nicht, weil die jetzt meinen Namen vorher kennen würden und sagen, oh, von dem haben wir ein Buch gelesen, da wollen wir mal hingehen. Sondern da sind Leute drin, die haben noch nicht so furchtbar viele Bücher gelesen, haben aber ihre Erfahrungen gemacht und über die Erfahrungen nachgedacht und sagen, okay, und jetzt will ich es noch ein bisschen genauer wissen.
Und dann werden sie von bestimmten Themen angesprochen und nicht so sehr von Namen, die sie eventuell sowieso nicht kennen. Also das würde ich nicht unterschätzen. Darum geht es nicht. Es geht um Folgendes. Ich finde, du nimmst dein Urteil mit dem Fetischbewusstsein, ja? Diese Gesellschaft beruht auf dem falschen Bewusstsein. Sie beruht darauf, dass das als vernünftig gilt, was hier herrscht. Das nimmst du letzten Endes, wenn man an die Stelle kommt, nicht mehr ernst, sondern sagst, manche so, manche so. Jetzt halten wir doch erstmal fest, 99% so. Und eine Minderheit hat sich selbstverständlich durch Erklären der eigenen Erfahrungen und durch Bücherlesen und durch Debatten und was auch immer, das ist ganz unwichtig, zu der Einsicht hingearbeitet, man versteht überhaupt nicht mehr, warum es das alles braucht. Man erkennt es als gegen einen feindlich gerichtet und hält es für unsinnig und unnötig. So. Die Letztere, die stehen da wie wir, die haben dann schon das Problem, auch wir können dem Lohn nicht entkommen, bloß weil wir ihn für verkehrt einsehen. Die haben dann die Frage, wie stell ich die überhaupt erstmal, oder was kann ich tun, um den Willen zu verallgemeinern, sich das nicht mehr bieten zu lassen? Was kann ich tun, um die verkehrte Einsicht in die Vernünftigkeit dieser Ordnung, die allgemein verbreitet ist, zu untergraben? Die haben schon was zu tun, die können halt nicht von heute auf morgen den Kapitalismus stürzen, wenn sie allein sind. Ist ja klar, aber für die gibt es was zu tun. Die sind aber auch nicht die Erklärung dessen, warum nichts passiert. Deswegen ist die ganze Frage, die du aufwirfst. Es gibt Leute, die haben alles eingesehen und es passiert trotzdem nichts. Was kann man dann tun? Ja, was folgt dann? Ja, die Frage ist, die halte ich wirklich für daneben. Die gibt es gar nicht. Die haben was zu tun. Die das wissen, dass der ganze Laden verkehrt ist. Natürlich können sie nicht von heute auf morgen, wenn sie so wenige sind, alles umstürzen. Das ist klar. Die müssen halt Agitation machen, die müssen halt ihren Gedanken verbreiten. Da stehen sie nicht besser, nicht schlechter da als wir eben auch. Und die anderen, die halten es mehr oder weniger für vernünftig. Und da ist es mir dann egal, ob sie durch falsche Gedanken die Welt für in Ordnung finden oder durch die Not, in die sie praktisch gestellt werden, und das Verhalten, das ihnen praktisch abgezwungen wird, diesem Verhalten dann durch ihre Gedanken auch noch Recht geben und sagen, naja, muss ja wohl so sein. Ist egal. Jedenfalls führt es dazu, dass man den Laden irgendwie einsieht. Und jetzt, genau, jetzt ein Zusatzgedanke, der ist ganz wichtig. Wo du hinkommst, Arbeiter, Rentner, was immer, alle schimpfen, dass alle anderen ihnen alles wegnehmen. Die Welt ist doch nicht voller Zufriedenheit, sondern die Welt ist voller unbrauchbarer Unzufriedenheit. Sie meinen, es geschieht ihnen Unrecht, massenhaft. Aber eins meinen sie in der Regel nicht, dass sie was verkehrt machen. Was fehlt? Ist die Kritik der eigenen Revenuequelle. Das ist nämlich der Haken. Dass der Kapitalist alles abgreift, dass der dem Arbeiter nicht das Schwarze unterm Fingernagel gönnt und so weiter, das kann man doch überall haben und hören. Das ist doch nicht die Frage. Aber dass Arbeiten gehen doch nichts verkehrt sein kann. Dass man mit ehrlicher Arbeit ehrliches Geld beanspruchen kann. Das kann doch nichts Schlechtes sein. Das ist Gemeingut. Anders gesagt, im Lohnkampf braucht es eigentlich, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, es ist ja das Scharnier, um das sich die ganze Gesellschaft dreht. Übrigens, das weiß auch die ganze Gesellschaft. Wenn es irgendwo giftige Lohnkämpfe gibt, wissen alle, damit steht und fällt die Konjunktur, der Stand der Nation in der internationalen Konkurrenz, die Stabilität der Ordnung und so weiter. Manchmal gleich die Demokratie. Also das ist ja nicht unbekannt, dass das das Scharnier ist, um das sich alles dreht. Wenn in diesem Kampf dem Kapitalisten was weggenommen wird, dann ist so, wie die Dinge heute laufen,
immer die Rücksicht auf die andere Seite, aber wirklich schädigen darf man sie nicht, sie soll uns ja morgen Arbeit geben. Drin. In Deutschland schon gleich in der Radikalität. Wir fordern überhaupt nur in Abhängigkeit des Erfolgs der anderen Seite. Also nach dem Muster in der Krise bringen wir große Lohnopfer und wenn dann die Gewinne wieder explodieren, dann dürfen wir doch auch mal. Also so schaut es bei uns jetzt aus. Eigentlich braucht es bloß eins. Und das ist eigentlich ein kleiner Schritt und zugleich ein Riesenschritt. Es braucht bloß das nicht mehr Rücksicht nehmen auf das Interesse der anderen Seite. Das wird schon reichen. Aber das verlangt, dass man nicht darauf setzt, dass man morgen wieder beschäftigt wird. Das verlangt also den Willen zum Umsturz. Die Arbeiterschaft hat jede Macht, die Verhältnisse zu stürzen. Aber nicht, wenn sie Lohnarbeiter bleiben wollen. Dann haben sie gar keine Macht. Dann sind sie das Anhängsel und müssen sich auch so benehmen. Und das läuft nur über die Kritik der eigenen Revenuequelle. Nämlich das Nicht-Anerkennen der anderen Seite. Wir brauchen euch als Arbeitgeber nicht mehr, haut doch ab. Das heißt auch, ich glaube auch nicht, dass ich morgen mein Einkommen durch einen Verkauf am Arbeitsmarkt erziele. Das darf man nicht mehr wollen. Und dazu ist die Kritik der Lohnarbeit, die Kritik, was wird da eigentlich getauscht, dazu ist das, was man bei Marx lernt, entscheidend. Weil es die Kritik der eigenen Revenuequelle ist, an der es hapert. Also das ist jetzt vielleicht einmal ein Punkt, der noch ein bisschen weiterführt in den Überlegungen. Gut, da würde ich dir auch zustimmen. Kritik der eigenen Revenuequelle und die Arbeiterklasse kann was umstürzen, wenn sie bereit ist, nicht mehr Lohnarbeiterklasse zu sein. Nur das Problem auf dem Weg dahin gibt es eine Menge von Leuten, die dieses Bewusstsein haben, die diese Einsichten haben, die auch dieses Wollen haben. Und dann ist die Frage, also die du, finde ich, ein bisschen zu schnell abgetan hast, was folgt da draus? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, Agitation. Ja. Solange wir in der Minderheit sind, dass das eher selbstmörderisch ist, nicht? Also ich stürme jetzt los und sage Revolution, naja, kann man sich ausrechnen, wie weit ich komme. Ja, das ist so lachhaft, dass man es gar nicht kritisieren braucht. Ja. Und insofern, Agitation ist in Ordnung. Die Frage ist aber, ist das das Einzige? Oder gibt es nicht die Möglichkeiten, auch durch Kämpfe, mögen sie noch so beschränkt sein, etwas zu lernen. Du hast vorhin, das muss ich auch nebenbei mal sagen, ist für mich so eine ganz neue Erfahrung, dass mir vorgeworfen wird, ich würde jetzt den Fetischismus nicht so ganz ernst nehmen. Ja. Normalerweise kriege ich den umgekehrten Vorwurf, ich würde alles darauf reduzieren. Nur der Punkt ist, der Fetischismus, trinitarische Formel, Religion des Alltagslebens, das ist alles vorhanden, das ist alles das Hintergrundrauschen, dem sich im Prinzip keiner entziehen kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht dieser geschlossene Verblendungszusammenhang, den Adorno und andere Autoren im Blick hatten, sondern es gibt permanent Brüche da drin. Also es gibt einerseits diesen Zusammenhang und es gibt Prozesse, die ihn aufbrechen. Und Prozesse, die ihn aufbrechen, sind unter anderem solche Kämpfe, wo Menschen, die vielleicht vorher alles Mögliche als selbstverständlich hingenommen haben, lernen, die Welt sieht völlig anders aus, wenn ich anfange, mich dagegen zu wehren. Und deswegen wäre mein Punkt, es bleibt eben nicht nur Agitation, sondern es gibt durchaus Eingriffsmöglichkeiten in Kämpfe, die stattfinden, wo man dann versuchen kann, die entweder über dieses rein Immanente, ich stärke jetzt meine eigene Revenuequelle, hinauszuführen oder zumindest im Laufe dieser Kämpfe die Einsicht zu schärfen, woran es denn liegt,
dass selbst wenn wir kurzfristigen Erfolg haben, sich trotzdem nichts Grundsätzliches ändert. Also insofern, es gibt noch ein bisschen mehr als Agitation, wobei ich jetzt Agitation, Aufklärung, Kapitalschulung überhaupt nicht bagatellisieren will. Das ist ja in der Tat auch genau das, was ich zum größten Teil mache. Ich würde gar nicht bestreiten, dass wenn man dann die Kompensation wieder erholt hat, dass man auch einen klugen Gedanken fassen kann dann da. Aber ich finde, es hat ein gewisses, etwas ein bisschen Zynisches zu sagen, man will eigentlich was völlig anderes, man will eigentlich, dass die Leute aufstehen und sagen, ich finde die eigene Bitte nicht völlig scheiße und dementsprechend gut, was sie wollen. Und nicht jetzt aber in Kämpfe reinhaut oder ist dafür kämpfe und was ganz anderes wollen. Einfach nur, damit sie dann dabei merken, dass das, was sie wollen, nicht geht. Ja, dann wäre es zu wenig, aber du merkst in einem Kampf nicht nur, dass etwas nicht geht, sondern du merkst auch plötzlich, was zum Beispiel eine kollektive Aktion ist. Das ist ein bedeutender Unterschied, ob wir hier abstrakt darüber reden, dass Kämpfe, Umstürze und so weiter nötig sind, als zum ersten Mal wirklich einen Streik zu machen, eine Fabrik zu besetzen, zum ersten Mal bestimmte Grenzen bürgerlichen Rechts, die du vorher peinlich genau eingehalten hast, weil du Angst hast, einen Strafzettel für dein Auto zu kriegen, und jetzt plötzlich besetzt du ein fremdes Grundstück, akzeptierst nicht mehr diese normalen Eigentumsregeln. Das ist ein verdammter Unterschied, ob du das praktisch machst oder ob du da nur drüber redest vorher. Und die Erfahrung, die ist wichtig. Ich sage nicht, jede kollektive Aktion ist, weil sie kollektiv ist, schon gut. Aber eine kollektive Aktion, die darauf rausläuft, bestimmte bürgerliche Eigentumsrechte zu verletzen und zu sagen, das ist jetzt notwendig für das, was wir wollen, das ist ein Unterschied. Ich finde, bei Agitation, also zwei Punkte würde ich sagen, bei Agitation ist mir ein bisschen was verschwommen, was der Gegensatz war. Weil du hast über Agitation geredet und hast eigentlich gesagt, ja, und in den Kämpfen muss man die dann zuspitzen, also doch wieder aufklären, bestärken. Also ich habe den ganzen Peter wieder überhaupt nicht verstanden, weil Peter hat mir überhaupt nicht darüber gesagt, ja, und Agitation findet dadurch statt, dass wir uns in Unisälen treffen, sondern ist ja auch so, das ist ja auf der Praxis der Zeitung zu entnehmen, wo wir treffen, die gehen ja auch auf Demos und verteilen das Flugblätter, spitzen also sozusagen da diese Kämpfe zu und betreiben da Agitation, da würde ich sagen, das glaube ich ist nicht der Dissens. Was ich aber komisch finde, sind zwei Punkte. Erstens, Erfahrung ist doch was ganz anderes, als bestimmte Schlüsse aus der Erfahrung zu ziehen. Ne? Aus der Erfahrung, ich gehe auf den Streik und wir verlieren den Streik. Kann man sagen, scheiße, die Arbeiterklasse ist noch nicht entschlossen genug, jetzt wird mal ordentlich über die Gründe aufgeklärt, dass alle wenigstens mal mitmachen, weil es die auch was angeht und so weiter und so fort. Ich kann genauso gut sagen, was für ein Streik ich lieber ins Stadion. Ja, also das ist sozusagen den Schluss, den man aus dem Streik zieht, das ist kein deterministischer, sondern ist halt eine Sache, je nachdem, welches Argument ihr da mehr einläutet. Insofern schon wieder eine Notwendigkeit für Agitation. Und ich finde es auch komisch, dass wenn man, also ich würde mal sagen, warum kommt man eigentlich immer auf den Lohnkampf? Der Lohnkampf ist da, wo der Widerspruch, der Klassenwiderspruch oder der Klassenantagonismus am offensichtlichsten wird und wo man eigentlich meint, man hat einen ziemlich guten Anknüpfungspunkt, um jetzt kommt es, den Kampf aber in was ganz anderes zu verwandeln als das, was er ist. Der Kampf ist nämlich, der Lohnkampf ist systemimmanent, und zwar notwendigerweise ist er auch da. Er ist so, weil das Kapital permanent den genügenden Lohnarbeit bestreitet und die Lohnarbeit nicht zum Leben reicht. Deswegen ist erstmal mit der Notwendigkeit über Lohnkampf eigentlich alles gesagt. Hier kann man was Schäbiges draus machen. Diese Gesellschaft hat man nicht mal selbstverständlich, dass die Person, die arbeitet, sich davon ernähren kann. Das muss immer wieder erkämpft werden. Aber umgekehrt verhält es sich so, wenn du sagst, jetzt habe ich diese Gesellschaft begriffen und will die abschaffen, dann verhält sich das mit dem Lohnkampf dazu, wie als würde ich sagen, ich gehe schwimmen und dafür gehe ich jetzt in den Wald einen Baum fällen. Das hat nichts miteinander zu tun, weil wenn du gerade revolutionär unterwegs sein willst, gehst du doch nicht in den Lohnkampf, einen Lohnkampf zu machen. Das machst du notwendigerweise, um deine Revenuequelle, um dich damit zu ernähren. Sondern wenn du revolutionär tätig bist, gehst du in den Lohnkampf und machst da was ganz anderes, als zu sagen, gut mit dem Lohn, sondern du gehst hin und klärst die Leute wegen einer Schüssel Lager auf. Ja, dagegen spricht doch auch niemand, Leute über ihre beschissene Lage aufzuklären.
der Punkt, auf den es mir ankam, hatte ich ja gesagt, ist nicht zu sagen, Agitation, Aufklärung, Kritik sei unwichtig, sondern zu gucken, dass Lernprozesse, die nötig sind, damit Leute was umstürzen wollen, nicht allein so ablaufen, dass ich sie jetzt aufkläre oder jemand anders und sie dann verstanden haben, hoppla, das ist ja gar nicht zufällig, dass es mir immer hier dreckig geht, das hat ja ein bestimmtes System, sondern es gehört da auch anderes dazu, in Kämpfen zum Beispiel eigene Ängste zu überwinden, die da sind. Und wenn du das nicht gelernt hast irgendwo und sei es in so einem beschränkten Lohnkampf, dann wirst du das in einer anderen Situation nie machen. Das kannst du ein bisschen lauter reden. Ja, dagegen spricht doch auch niemand, die aufzuklären. Also das ist jetzt wirklich der falsche Gegensatz. Mein Punkt ist, diese Aufklärung allein reicht nicht aus. Hier vorne gibt es weitere Wortmeldungen, bevor ihr irgendwie in den Dialog verfallt. Bei den Beispielen, die dann durchgehen, kommt immer am Ende, nachdem du die Besetzung gemacht hast und von der Polizei abtransportiert bist oder einen Lohnkampf gemacht hast, steht, du musst dir erklären, warum es nicht mehr geworden ist. Ja, wir waren zu wenig, es waren leider jetzt nur 50 Typen drin und das reicht irgendwie immer nicht, um hier zurückzukommen. Also es bleibt doch immer dabei, dass sich der Mensch dann aus dieser Lage und dieser Erfahrung die richtigen Schlüsse machen muss. Und das ist doch Agitation. Und da sagst du immer, nein, man braucht nochmal die Erfahrung. Wir hatten doch eben schon festgehalten, dass wir auch gesagt, die Erfahrung, dass es den Leuten hier dreckig geht, dass ihre Revenuequelle eigentlich ständig nicht taugt, die machen doch alle und darüber klagen sie doch auch. Also ich weiß nicht, warum du immer eine ganz besondere Erfahrung dazu hast. Nein, nochmal. Ja, nein. Einsicht, die wir alle wollen. Nein, ich glaube, Erfahrungen ist was anderes. Was du sagst, das ist keine Erfahrung, sondern das ist, du kriegst jetzt mit, mein Lohn reicht nicht aus. Und dann hängst du Erklärungen dran oder nicht. Dagegen spreche ich im Übrigen überhaupt nicht. Also deswegen sagte ich ja schon zu dem Vorredner, ist das ein falscher Gegensatz, der hier aufgemacht wird. Für gesellschaftliche Kämpfe kommt es auf was anderes noch außerdem. Ich spiele das nicht gegeneinander aus. Kommt es noch auf etwas anderes an als nur Einsichten. Du musst bestimmte Grenzen überschreiten. Das setzt ein bestimmtes kollektives Verhalten voraus. Das setzt voraus, dass du bestimmte Ängste überwindest. Und das kommt mir hier völlig zu kurz. Da scheint Revolution, ist alles nur eine Frage mangelnder Einsicht. Warum haben wir keine Revolution? Die Einsicht fehlt. Hätten wir jetzt die Einsicht, genug Leute machen Kapitalkurse, ja dann geht hier die Post ab. Das halte ich für, so ist es. Das halte ich für ein bisschen genau vorschnell. Wenn man mit Kapitalkurse das noch ein bisschen kleiner schreibt, das muss nicht jeder da wundern, wie studieren, aber die Einsichten, die da zu holen sind, ja, so ist es. Die Einsichten sind nötig, aber sie allein reichen nicht aus. Also lass mich eine. Die Tat von ein entschlossener Wille, das ist was anderes, als wenn man halt im Seminar von mir aus sich klar macht, jawohl, es gibt hier den Gegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital, das ist ein antagonistischer Gegensatz, da ist die Schädigung ja eine Klasse, das permanente Resultat, die hat alles Grundsätze, sich aufzulehnen, das. Und dann mal zu sagen, okay, wenn ich das begriffen habe, dann mache ich das jetzt mir aber auch mal zum Zweck, ne? Aus dem soll was folgen, da soll jetzt nicht bloß gelabert bleiben, da soll was folgen und dafür muss ich dann auch was auf die Beine stellen. Sagt der Peter an der Stelle, jawohl, dafür muss man erstmal als allererstes auf die Beine stellen, dass man jede Menge anderer Leute von dieser Einsicht überzeugt. Ne? Du hast jetzt gesagt, ja, aber selbst das reicht nicht, ich sehe doch die Leute, kämpfen an diversen Stellen in der Gesellschaft und das ist auch wichtig, ja, das ist auch wichtig, dass sie sich daraus nämlich die entsprechenden Schritte überhaupt mal ziehen, von
den Unterschied, ich kämpfe um einen gerechten Lohn, überhaupt rüberzugehen zu dem, ich kämpfe gegen den Lohn, weil der serviert mir die Frage nach dem gerechten Lohn so ungefähr jedes Jahr wieder von neuem. Ne? Da kann man also ganz genauso, also mitten in einem gesellschaftlichen Kampf, den es jedes Jahr gibt, diese Frage, was ist die richtige Einsicht und wie kommt überhaupt deine richtige Bühne mal auf die Welt, wie kann man das stellen und den Leuten in dieser Sache wirklich mit einer grundsätzlichen Kritik ihres dauernden Rumlabelierens kommen. Ne? Gegen diese grundsätzliche Kritik wende ich mich hier doch überhaupt nicht. Das, also da rennst du offene Türen ein. Ich frage, ob dieser Unterschied ist zwischen dieser Agitation mit diesen Einrichtungen, dieser Kritik, erstmal der Stellung, die auch wirklich die große Masse der Leute hat. Wenn es so wäre, wie du denkst, oder mal angedeutet hast, ja, man hat schon die Einsicht, aber man setzt sich nicht um in den Willen, ja, dann müsste man sich ja eigentlich nur mal untereinander verständigen. Hallo, wie steht es eigentlich untereinander? Es stellt sich plötzlich raus, alle haben die Einsicht, aber keiner traut sich. Ja, wenn es so wäre, das wäre noch relativ einfach. Ja, und dass ich, das kann aber gar nicht sein. Ich rede ja nicht von alle haben die Einsicht, aber viele haben Einsichten und trauen sich nicht und haben sogar Gründe, gute Gründe dafür, sich nicht zu trauen, weil nämlich das Risiko von bestimmten Kämpfen durchaus hoch ist. Ich habe was zu verlieren. Von mir aus meinen bescheuerten Arbeitsplatz. Solange wir Kapitalismus haben, geht es mir ohne Lohnarbeit schlechter als mit Lohnarbeit. Insofern habe ich hier was zu verlieren und das erzeugt Ängste. Und mit den Ängsten muss man überhaupt mal lernen, umzugehen. Und das ist ein bestimmter Punkt, der scheint mir hier ausgeblendet zu sein. Da wird sozusagen Widerstand, Revolution auf so eine rein intellektuelle Einsicht runtergebrochen, die ich entweder habe oder nicht habe. Und wenn ich sie habe, dann müsste doch konsequenterweise auch der Wille dranhängen, diese Einsicht umzusetzen. Es wäre schön, wenn es so klar und einfach wäre, nur ich sehe es nicht, dass es so klar und einfach ist. Die Leute lernen doch mit ihren Schäden umzugehen. Jeder, die müssen sich noch mehr zurechtmachen für die Logik der Marktwirtschaft oder indem sie den Schluss ziehen, dass jeder eben die Versager sind, der Politiker ein. Ich habe den Eindruck, dass die Leute unzufrieden sind. Das gibt es massenhaft. Das ist aber auch kein Wunder in dieser Gesellschaft, dass es das Eigentum gibt und wo es auch dagegen setzen gibt. Unzufrieden sind ganz viele. Der Mieter, die Mieter, der Eltern, unzufrieden mit den Studenten, die uns kurz die Bücher raushauen. Aber da ist doch längst noch nicht der Schluss, nicht an der Gesellschaft, sondern auch auf der Schluss, ist hier noch derjenige, der eigentlich das Recht hätte, vorwärts zu kommen. Politiker, Ausländer, die alle Bestände bringen zu den Bewusstsein aus der kollektive Erfahrung, dass man das Eigentum mal ein bisschen missachtet und dann jetzt wirklich zu viel obsolete Revolution. So, vermeiden wir die Extreme im Argumentieren. Also, es bleibt als Kontroverse oder als unausgeräumt, bleibt vorläufig stehen, dass der Michael sagt, alles mit dem Bewusstsein und der Aufklärung und der Einschätzung des Gegners und der Einschätzung der Gesellschaft, mit der man es zu tun hat, gut und schön und auch richtig und nötig und will er auch unterstützen und haben. Aber das reicht nicht. Es braucht darüber hinaus die Erfahrung wirklicher Kämpfe und da kommen dann Formulierungen, die in die Nähe einer psychologischen Emanzipation gehen. Ängste überwinden, Schranken missachten, Erfahrung kollektiver Stärke sammeln und solche Formulierungen. Und das gibt es ja viel in den linken Bewegungen, dass eben, in deinem Fall ganz ausgesprochen,
du fällst richtig voll raus aus deiner ganzen Kapitalanalyse. Das hat jetzt damit gar nichts mehr richtig zu tun, sondern jetzt sind wir in einer ganz anderen Welt, jetzt sind wir in der Welt der wirklichen Kämpfe. Und da meine ich, gibt es eine einfache Formel. Der Mensch, der sich zu irgendwas aufrafft, hält immer so viel Radikalität für nötig und zweckmäßig, wie er die Lage einschätzt. Es ist sein Urteil über den Gegner, es ist sein Urteil über seine Lage, es ist sein Urteil über den Zweck, den er überhaupt verfolgt, aus dem sich ergibt, wie frech, wie zerstörerisch oder wie vorsichtig man auftritt. Beim Lohnkampf, ja, wie er existiert, ist es doch kein Wunder, dass die Leute einerseits sehen, dass sie ihn führen müssen, andererseits davor Angst haben. Sie wollen ja hinterher wieder beschäftigt werden. Ja, mit dem Zweck ist man vorsichtig. Mit dem Zweck ist man dann auch dem quasi der Versuchung schnell erlegen, dass man den notwendigen Gegensatz delegiert. Man ist zahlendes Mitglied der Gewerkschaft, aber man lässt sich am besten nirgendwo sehen. Die Gewerkschaftsfunktionäre sollen den Gegensatz zum Kapital aushandeln. Selber ist man Basis und lässt sich allenfalls dann aufrufen, wenn auch schon quasi die Rechtslage geklärt ist, dass man eben nicht erwischt, also dass es keine Retaliation, keine Vergeltung von Seiten der Unternehmer für Streikaktionen geben darf, weil das ja jetzt gesetzliche erlaubte Streiks sind und so Zeug. Also, ich meine, es gibt keine, jetzt sagen wir mal, lebensmäßige Schulung in Radikalismus oder Schulung in Kampfentschlossenheit jenseits des Urteils dessen, wogegen man wie sich betätigen möchte und muss. Ich will ja gar nicht leugnen, dass Erfahrungen gemacht werden, die man in den Büchern liest, wenn Leute sich mal zu was aufraffen. Das ist doch klar. Aber aufraffen tun sie sich bloß zu dem, was sie für nötig halten. Und dann mit den Widersprüchen, die dem Zweck anhaften, den sie für nötig halten. Wo ich jetzt beim Lohnkampf ein bisschen Bestimmungen davon geben wollte. Deswegen, meine ich, ist die Vorstellung, außer sich dem Zweck setzen, den Laden umzuschmeißen, auch noch das Kämpfen lernen auf einem ganz anderen Feld. Ja, die Idee, man müsste daneben das Kämpfen lernen, die halte ich für, nein, so ist es nicht. Nach beiden Seiten hin. Natürlich ist der Bücherwurm zu jedem Radikalismus bereit, wenn er der Meinung ist, das bringt's und braucht's. Und umgekehrt, die größten radikalen und äußerst erbitterten geführten Kämpfe, die die Spontis in Deutschland geführt haben, haben doch zu nichts geführt, wenn kein anderer Zweck damit verbunden ist. Es stimmt doch nicht, dass Radikalität Lernen irgendwohin führen würde. Da verbeißt man sich in der Gorleben-Front oder verbeißt sich in der Stuttgart 21-Front und ist da super radikal, macht auch alle Erfahrungen von Solidarität und Feindschaft und so weiter und so weiter. Aber wozu führt's? Nee, ich denke, der Punkt ist, dass wir feststellen müssen, dass es umgekehrt bleibt, denn auch 150 Jahre Kapitalrezension und schlag mich tot, wie viele Kapitalschulungs- und Lesekreise haben nicht mehr geleistet als Stuttgart 21, haben sich auch aufgerieben. Also ja, dafür wollen wir nicht verantwortlich sein. Nun ist die Frage des wozu führt's wahrscheinlich, also wäre jetzt mein Eindruck aus der Diskussion, die wir wahrscheinlich auch noch ewig weiterführen können. Nein, die müssen wir auch gar nicht, es geht nicht um wozu führt. Weder um die eine noch um die andere Seite aufzulösen hinkriegt. Wozu führt's bringt's nicht als Argument. Das Argument muss sein, was lernt man denn nun wirklich? Ja, mein Argument war, es führt genau zu dem, was der Zweck des Kampfes selber gewesen ist. Das ist ein anderer Ton als, es führt doch nicht zum großen Erfolg und dann kommst du mir dagegen und sagst, deins führt ja auch zu nichts. Da hast du ja recht, aber auf der Ebene wollte ich nicht argumentieren, ja. Da sind wir dann wieder beisammen, dass das genau der Punkt war, dass
ich den Eindruck habe, wir jetzt versuchen, gegeneinander aufzuklären, was ist denn, ist es die Praxis, ist es die Erfahrung, die irgendwie gesammelt werden muss, oder ist es erstmal das theoretische Erkenntnis, die theoretische Erkenntnis, die gesammelt werden muss, um die Praxis überhaupt plausibel erscheinen zu lassen. Und wenn man es so gegeneinander ausspielt, merken wir hier schon, dass weder das eine noch das andere die Lösung da liegt. Ja gut, aber ich denke, wir haben jetzt zumindest mal einen Punkt, wo wir eine Differenz festhalten können. Also das klang mir jetzt so ein bisschen versöhnlerisch, so das eine und das andere. Ja, wenn es zum Schluss kommt. bis um 10 haben wir gesagt. So, 4 Minuten. Na ja. 4 Minuten von mir aus. Können wir auch noch weiter diskutieren, aber ich fürchte, Wir könnten den Sicherheitsband, der reinkommt, gleich zum praktischen Kampf aufhören. Erfahrung sagen. Wir schon mal in der Mehrheit sind. Also Peter, du hattest gerade gesagt, es macht sich niemand zu etwas auf, von dem man nicht die Notwendigkeit einsieht. Dass er nicht für einen sinnvollen Zweck hält. Finde ich, ist vollkommen richtig. Natürlich, ich raffe mich auch nicht für irgendwas auf, wo ich denke, was für ein Blödsinn. Nur die Umkehrung, die sieht ganz anders aus. Ich sehe etwas ein, raffe ich mich dann wirklich auf? Raffe ich mich tatsächlich für alles ein, wovon ich eine bestimmte Einsicht habe? Das, glaube ich, ist nicht so einfach. Da scheint jetzt ein Punkt der Differenz zu sein. Da ist in der Tat, ob man das jetzt psychologisch, erfahrungsmäßig oder sonst wie nennt, da kommen noch andere Sachen ins Spiel. Und da, glaube ich, das können wir sogar ganz praktisch erfahren. Wenn wir zum Beispiel gewerkschaftliche Kämpfe uns anschauen, auch diese beschränkten Lohnkämpfe, die werden nicht von allen Belegschaften gleichermaßen geführt. Da gibt es einige, die sind eben kampferprobt. Die haben die Erfahrung gemacht, dass sie mit Kämpfen was erreichen können. Die lassen sich nicht alles bieten. Andere Belegschaften sind ängstlicher, obwohl die von der grundlegenden Situation her sich gar nicht so großartig unterscheiden. Und dann setzt, wenn es jetzt darum geht, wo wird gestreikt, dann sind es ja auch häufig immer wieder dieselben Tarifbereiche, Tarifbezirke, die dann versuchen, so einen Pilotabschluss zu erreichen, wo dann, was du ja vorhin zu Recht gesagt hast, da ist dann so eine Marke gesetzt, das wissen alle, und da wird genau auf diejenigen Belegschaften gesetzt, die bereits diese Kampferfahrungen gemacht haben. Also das ist nicht eine Frage, die einen haben jetzt andere Einsichten als die anderen, sondern da geht sowas ein, wie habe ich kämpfen gelernt, und kämpfen ist was anderes, als gut argumentieren zu können. Kämpfen heißt auch, mit seinen eigenen Ängsten umzugehen. Die Ängste im Übrigen habe ich ja auch nicht nur, wenn ich Lohnarbeiter bleiben will. Klar, da habe ich die Angst, ob ich dann morgen arbeitslos bin. Die Angst ist auch da, wenn ich den Umsturz will. Ja, klar. Wird er gelingen? Werde ich von diesem Umsturz was haben? Die ist auch da und damit muss ich auch umgehen. Und da haben wir dann vielleicht einen Punkt der Differenz, dass ich das ein bisschen diesen Fragen ein bisschen ein höheres Gewicht beilege und denke, da müssen wir uns auch drum kümmern. Ich würde ja auch zustimmen, das fällt so aus den Fragen von Kapitalanalyse, Kapitalschulung, fällt es raus. Das ist noch ein anderes Feld, was man aber ebenfalls beackern muss, ohne in irgendwelche Psychologisierungen jetzt abzugleiten. Also politischer Kampf ist was anderes als eine kollektive Psychotherapie. Also da, glaube ich, sind wir uns auch einig. Ich habe jetzt an deiner letzten Rede, soweit sie Wiederholung oder soweit sie die Stellungnahmen von bisher zusammenfasst, ich will jetzt das nicht ewig hin und her machen. Da sind wir uns nicht ganz einig, das ist jetzt schon klar. Das lassen wir auch mal so stehen, aber ich möchte noch, na gut, vielleicht ist es unfair. Ich wollte noch einen Punkt hinzusetzen. Das Argument, Einsichten mögen vorhanden sein, aber rafft man sich eigentlich zu was auf? Ja, das Argument würde ich so nicht mitmachen, denn aus folgendem Grund. Wenn die Einsicht den Inhalt hat, wenn wir das nicht machen, wird nie mehr was aus uns.
dann rafft man sich auch dazu auf. Umgekehrt, wer sich dazu nicht aufrafft, also wer sagt Kapitaleinsichten gut und schön, aber ich lasse lieber die Finger davon, der urteilt als Materialist und ist der Meinung, er fährt wirklich besser auf die andere Weise. Quasi, ja, ja, Kapital ist schon scheiße, aber mit stromlinienförmig sich zu bewegen, ist letzten Endes der bessere Weg für mich. Und wenn jemand das denkt, dann ist es eine Frage, ob er recht hat damit oder nicht. Und nicht eine Frage, der sollte sich aber aufraffen, angenommen er hat recht. Dann können wir ihm doch wirklich nicht Revolution empfehlen. Angenommen er hat nicht recht, ist es eine theoretische Frage, mit dem auszuhandeln, ob es stimmt oder nicht, wenn er sagt, er fährt so besser. Auch dann hilft, komm, geh mal in einen Kampf rein, da merkst du schon, auch das geht, oder da kommst du weiter. Das ändert an dieser Entscheidung, an dem Gedanken nichts. Also auch das muss man als ein Urteil, als eine bewusste Stellungnahme nehmen, wenn jemand sagt, die Einsicht okay, aber machen tue ich noch lang nichts. Ja, wenn, dann meint so jemand, er fährt einfach auf die andere Art besser. Oder er hat eben nicht die Erfahrung gemacht, dass er was anderes machen kann. Aber okay, das ist, glaube ich, jetzt die Differenz. Ich kann es auch nicht wiederholen. Da würde ich doch sagen, Punktlandung. Vielen Dank nochmal, dass ihr alle da wart, auch an die beiden, die mich quasi unnötig gemacht haben, weil sie selber moderiert haben. Schönen Abend noch.